Einen wunderschönen. Litty is back. Hallo. Hi. Also ich freue mich sehr, dass Litty back ist. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge Masse Make-up. So. Genau. Aber ich wollte es heute anteasern. Was wolltest du? Ich wollte es heute anteasern. Ja, kannst du ja machen. Hast ja getan damit. Muss ich wieder einen Satz weniger sabbeln. Ist doch gut. Und ich bin dir noch nicht ins Wort gefallen. Guck mal. Der Podcast läuft schon 20 Sekunden und ich bin noch niemandem ins Wort gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Maren? Ja. Okay, danke. Maren antwortet 2 Minuten später. Ich wollte nur mal sagen, das geht so nicht, ne? Hm? Ja. Wir müssen über den Vertrag nochmal reden. Also wir haben jetzt März. Wir haben eigentlich eine wöchentliche, du hast dich verpflichtet, eine allmonatliche Folge mit uns zu machen. Was soll denn das? Ehrlich? Ja, also wann war die letzte Folge? Dezember? Stimmt. Ich glaube schon. Weihnachtsfolge, genau. Ja. Mit den Mützen haben wir einen Zweiteiler gemacht. Kann ich mich noch erinnern. Tja. Ja, ist einfach zu lange her. Ja. Und dann haben ehrlich gesagt, es ist nichts Spannendes passiert in der Zeit. Absolut nichts. Bei uns auch nie. Und trotzdem sabbeln wir hier jede Woche. Aber ohne dich halt über Staubsauger oder Nicer Dicer zu reden, ist halt auch einfach scheiße. Ja, ne? Ich habe übrigens immer noch keinen. Was? Nicer Dicer? Ja. Okay, wird Roman diese Folge gucken? Wird er mich dafür hassen? Wird er mich nicht dafür hassen? Er hat, glaube ich, die erste Folge gesehen. Muss rülpsen. Und die restlichen hat er, glaube ich, nicht mehr angeguckt. Pass auf, lass uns kurz Werbung machen und dann muss ich mal hier ein bisschen Stunk machen. Pass auf, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, damit wir endlich bei Spotify irgendwann landen, dann dürft ihr das gerne tun, entweder mit Schulz. Letty. Achso, mein Einsatz, ja. Mit Letty.de bei Olymp. Oder mit Letty bei Race. Das war ja richtig schlecht gerade. Was mit deinem Thermospeed? Ja. Boah, ich muss mal rülpsen, das ist viel schlimmer. Ich bin richtig gut gelaunt gerade. Ja, ich sehe das. So, oder? Hast du die eingekriegt? Maren, ich weiß nicht, was los ist. So viel da ist sogar keine Kohlensäure drin im Gönnergy. Ich muss rülpsen des Todes. Maren. Mein Code? Oder was soll ich jetzt sagen? Sag mal, bist du gerade aufgestanden oder was ist los? Kannst du doch mal rausgehen? Geh mal einmal in die frische Luft, renn mal einmal raus und komm wieder rein. Ich habe gerade gegessen, musste ich noch ganz schnell auf Toilette und alles. Ich muss jetzt erstmal. Keine Details. Erstmal durchatmen. Aber sag uns deinen Code. Wenn du möchtest, dass ich ihn unterstützen soll. Ja. Bei Bozis ist Reni, R-E-N-I. Und ich kann auch hier für unser Merch natürlich, rextreme.de, aktuell kein Code. Ich könnte aber mal wieder einen machen. Ist mir letztens schon eingefallen, wir haben schon so lange keinen Code mehr gemacht. Ich feiere ja das Logo, ne? Also wirklich, ist jetzt hier keine Rumschleimerei, ich feiere das richtig. Ja, oder ihr könnt bei der großen Zone, bei Big Zone natürlich bestellen. Mit Angie 10, Angie mit Y und damit Dankeschön. So, und jetzt muss ich mal kurz Stunk machen, bevor wir erzählen, worum es heute in der Folge geht. Ich muss Stunk machen. Ich bin nämlich ein bisschen stinkig auf deinen Mann. Maren hatte Geburtstag. So, die Story muss ich jetzt mal kurz erzählen. Letty, die habe ich sehr erzählt, ne? Bei dir habe ich schon ein bisschen Dampf abgelassen, ne? So, ich wollte Maren etwas zum Geburtstag schenken. Voll süß. Danke. Davon weiß ich nichts. Ja, natürlich weißt du davon nichts. Ich kann ja auch nichts schicken, wenn ich deine Adresse nicht habe. Dann habe ich deinen Mann angeschrieben. Boah, hier hören jetzt so viele Leute zu, ne? Ich muss das mal ganz schnell öffnen, bevor ich hier was Falsches sage. So, dann habe ich deinen Mann angeschrieben. Ich sage, Roman. Natürlich höflich, wie es ihm geht, ne? Sag mir mal, wann Maren Geburtstag hat. Die hat doch jetzt Geburtstag. Sagt er, ja,
Dann und dann, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, am 14. oder am 15. oder was? 15. Ja, siehst du, wie gut ich bin. Und er sagte, deswegen bin ich auch nicht beim Big Sohn-Treffen, weil an dem Wochenende hatten wir ja Big Sohn-Treffen. Ich wusste das aber schon, weil er hatte das, glaube ich, in die Gruppe geschrieben, dass er was geplant hatte für dich und deswegen nicht kommen kann. So, dann habe ich gesagt, ja, ich erinnere mich, aber ich möchte Maren was schicken. Und dann ging die große Diskussion los. Eigentlich hat dein Mann mir einen Monolog gehalten. Warte. Scheiße. Bin nicht vorbereitet. Ich will nichts Falsches sagen. Maren also, kommt jetzt nie wieder an Podcast, sagst du. Nichts zum Aufstellen. Warte mal. Das erste, was er geschrieben hat, war, aber nichts zum Aufstellen, ne? Der glaubt, da hat er gedacht, wir hätten dir eine lebensgroße Romanpuppe geschenkt, nee, über die wir geredet haben. Also nichts zum Aufstellen. Da dachte ich hinterher. Er meinte wahrscheinlich Deko. Ja, das weiß ich auch, dass da hinten das ganze Fach bei euch voll ist. Was soll ich dir denn schenken? Buddha-Kopf oder was? Was denkt der denn? So, dann aufstellen. Ich so, nein, es gibt auch keine Roman-Fritz-Puppe in Echtgröße. Keine Sorge. Dann schreibt er, kein Tee, keine Decke, keine Kuschelsocken etc. Ich so, Alter. Ich so, boah, Roman. Und er so, so Zeug bekommt sie jedes Weihnachten und jeden Geburtstag geschenkt. Dann habe ich geschrieben, ich verspreche dir, keine Socken, kein Tee und keine Decke. Auch keine Steroide. Gewesen. Tee ist okay. Den kann man ja verbrauchen. Der steht ja nie rum. Ja, aber warum sollte ich dir Tee schicken? Ich weiß sogar nicht, was du kriegst. Dann habe ich ihm geschrieben, es werden auch keine Steroide sein. Und dann sagt er, sie hat wirklich schon eine ganze Tüte voll. Ich so, Steroide? So war unsere Konversation, ja. So, ich wollte einfach nur deine Adresse haben. So, ich habe sie nicht bekommen. Also, Spoiler, Maren hat immer noch keinen nicer Dicer. Und warum hat sie keinen nicer Dicer? Weil mir dein Mann nicht eure Adresse gegeben hat. Boah. Es gibt Ärger. Oh, scheiße. Ja, schöne Grüße. Mann, ja gut. Also, pass mal auf, er ist entschuldigt, weil er kennt mich ja so gar nicht und vielleicht dachte er, ich will dir irgendwie eine Decke häkeln oder so, weil ich in dem Alter bin, wo Frauen häkeln. Ich weiß nicht, was er im Kopf hatte, aber ja, jetzt weiß er auch, was ich dir schenken wollte. Naja, egal. Irgendwann. In 4 Jahren hat sie es vergessen. Es gibt ja auch noch Weihnachten dieses Jahr. Aber dann weißt du es ja, ist ja dann unspektakulär. Ja, dann denkt sie so voll, sie kriegt einen nicer Dicer. Ich finde es auf jeden Fall richtig süß von dir, dass du mir einen nicer Dicer zu Auch geht's ja nicht. Vielleicht hätte ich ihm das einfach sagen sollen, aber er hätte vielleicht nicht gewusst, was das ist und hätte gedacht, boah, nicht auch noch so ein Scheiß, unsere Küche ist auch schon voll. Ja. Ja, also ich muss jetzt zur Verteidigung sagen, hätte ich ihn jetzt noch dreimal gefragt, ich sage, Roman, hätte ich ihm geschrieben, Roman, gib mir doch einfach eure Adresse. Ich denke, er hätte das gemacht. Aber irgendwann, weiß ich auch nicht, war ich wieder mit irgendwas anderem beschäftigt und dann war ich raus aus diesem Thema. Dann habe ich mich kurz geärgert und dann dachte ich, irgendwann sehe ich Maren, alles gut. Also für mich ist jetzt nicht die Welt untergegangen, ne? So, ich habe mich auch nicht beleidigt gefühlt. Ich dachte nur so, was denkt der denn? So. Unser Thema heute, Essstörung, ne? Ich habe mich ja mit Händen und Füßen geweigert, weil ich dachte, wenn Maren mal wieder hier im Hause ist, ich habe das so ein bisschen vermisst, unseren Women Talk, so von Frau zu Frau, weil wir die letzten Folgen echt so ein bisschen, ja, wissenschaftlicher in Anführungsstrichen, auch mit Martina und so, die ich ja mega feier, auch diese Folgen. Aber ich habe das einfach vermisst, auch mit dir. So, aber ich weiß auch, dass ihr auch so oft angeschrieben wurdet wegen Essstörung. Und dann habe ich gesagt, okay, Augen zu und durch, ist ja auch ein cooles Thema eigentlich, man kann ja nicht oft genug drüber sprechen. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt einen Fragensticker, ich werde eh keine Fragen kriegen. Ich habe gerade schon mit Letty darüber gesprochen. Ich habe über 100 Fragen bekommen. Ich habe es mir gedacht. Wirklich, also ich weiß gar nicht, warum das Thema wirklich immer wieder so interessant ist. Also
Ich habe ja auch schon bei uns im Podcast und ich habe ja auch schon eine separate Folge zu meiner Essstörung gemacht. Aber es kommen jedes Mal wieder Fragen. Ja, das und ist ich, ich will ja auch nicht unseren Podcast jedes, weil es interessiert ja nicht jeden. Und da will ich nicht in jeder Folge dann erstmal eine halbe Stunde über meine Essstörung sprechen. Ja, deswegen heute Bühne frei. Die Bühne ist deine. Ja. Oh Gott, Marie ist begeistert. Ja, das, die letzten Monate waren, was die Essstörung betrifft, sehr schwierig. Aber okay, warte mal, stopp. Also bevor wir jetzt hier damit anfangen, ich würde sagen, ich habe nämlich eine gute Einstiegsfrage. Das wurde nämlich, es wurde nämlich gefragt, in welcher Essstörung du dich überhaupt befindest. So, um das vielleicht erstmal klarzustellen. Oder befunden hast, ne? Genau, oder in dem Fall. Was ich mega interessant fand, und dann halte ich mal einen Bubble, dass du ja irgendwann gesagt hast, du hattest das mit angesprochen, ob wir die Folge nicht mal machen sollen. Und ich konnte mich genau erinnern, wie auch in unseren anderen Folgen, dass du mal gesagt hast, wenn du nicht in diesem Thema bist, willst du auch nicht drüber reden. So, heißt im Umkehrschluss, wenn du sagst, okay, lass uns mal so eine Folge machen, weiß ich, du bist auch wieder mehr drin in diesem Thema. Das fand ich ziemlich spannend, deswegen. Let's go. Ja, also in welcher Essstörung befindest du dich? Oh, Entschuldigung, okay. Ja, die Frage ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ist die Leute, die keine Essstörung haben, denken sich ja immer, es gibt nur drei Essstörungen. Das ist Magersucht, Bulimie und Binge-Eating. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und bei mir ist das so, ja, ich kann das nicht einer Sache so 100% zuordnen. Also ich habe einmal diese Sportanorexie, was so ja irgendwie fast jeder in dem Sport hat, dass es einem schwerfällt, zuzunehmen, fetter zu werden, ein bisschen außer Form zu kommen. Und auf der anderen Seite aber dieses Binge-Eating. Und ja, das ist halt krass bei mir so schwarz-weiß. Die eine Seite dieses Extrem, die andere Seite genau das andere Extrem. Und dann, ja, die letzten Monate war es wirklich so, ein Tag habe ich dann extrem wenig gegessen, Cardio gemacht, nur einmal am Tag gegessen, den ganzen Tag gehungert, nächsten Tag heftige Fressanfälle, Binge-Eating. Es war wirklich so von Tag zu Tag richtige Achterbahnfahrt. Und ich kam da auch überhaupt nicht mehr raus. In welchem Kalorienrahmen befindest du dich beim Binge-Eating? Hast du irgendwie Ahnung? Ja, wenn es harmlos ist, sind es so 3.500 bis 4.500. Wenn ich aber richtig loslege, 5.000 plus. Also ich tracke das nicht immer, aber meistens, so um Kontrolle und Sicherheit dann so zu haben, dann tracke ich das hinterher noch. Und teilweise bin ich bei 10.000 Kalorien am Tag. 10.000? Ja, also das war wirklich so das meiste, was ich mal getrackt habe. Normalerweise sind es so 5.000 bis 8.000. Und die 8.000 Kalorien schaffst du ohne, also ich meine jetzt gar nicht hier Finger in den Hals stecken oder so, aber die 8.000 Kalorien schaffst du locker, ohne dass es wieder rauskommt? Also, ja. Weil ich habe so eine... Rollen, ja, natürlich so ein Ranzen, aber ich meine, der Magen ist ja auch extrem dehnbar und wenn du das regelmäßig machst... Ja, du musst, es ist ein Muskel, kannst du antrainieren, ne? Ja, und ich habe auch so die letzte Zeit meiner Diät, sage ich mal, habe ich dann wirklich nur noch einmal am Tag gegessen. Und dann aber auch nur so Volumen essen. Also wirklich 1,5 Kilo Gemüse, dann noch 100 Gramm Haferflocken mit ganz viel Wasser und
Dann noch ein Shake obendrauf, so dass ich voll war. Ich war zwar nicht satt, ich war nicht zufrieden, aber ich war voll. Und so hat sich mein Magen, glaube ich, über die Zeit extrem ausgedehnt. Also es ist extrem groß geworden. Und ja, dann so Lebkuchenpackungen oder so sind innerhalb von einer Minute inhaliert, zum Beispiel. Also es ist echt krass teilweise gewesen. Also, darf ich dich mal fragen, wie viel Kalorien isst du an normalen Tagen, wo du kein Binge-Eating hast? Jetzt aktuell bin ich bei 2000. Hast du nicht mal überlegt, vielleicht da irgendwie gegenzusteuern, indem du vielleicht an normalen Tagen deine Kalorien ein bisschen erhöhst? Das habe ich jetzt gemacht. Also jetzt vor 3 Wochen war es dann so, da habe ich plötzlich auf der Arbeit mir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe das immer so im Kopf gehabt, ich muss regelmäßiger essen, muss vielleicht mal bewusst mehr essen, ein bisschen mehr Vielfalt in meine Ernährung reinbringen, aber habe es halt vom Kopf dann nicht geschafft, weil ich immer Angst hatte, zuzunehmen. Und dann vor 3 Wochen, da war ich auf der Arbeit und habe mir gesagt, so, jetzt machst du das. Dann bin ich runter zur Stempeluhr, habe ausgestempelt, bin zum Aldi gegangen, habe mir so ein paar Sachen zum Essen gekauft und seit Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder auf der Arbeit was gegessen. Und ja, dann habe ich erstmal aufgehört zu tracken. Erstmal, dass ich nur wieder so ein Gefühl dafür bekomme, wann habe ich Hunger, wann bin ich angenehm gesättigt, ohne extrem voll zu sein, aber auch ohne extrem noch Hunger zu haben. Das habe ich dann 2 Wochen so gemacht. Lief auch ganz gut. Da war ich jetzt letztes Wochenende mit meiner Mutter, habe ich so Kurzurlaub gemacht. Da habe ich noch gesehen, habe ich gesehen. Ja. Also da habe ich schon viel gegessen, aber ich hatte keine Fressanfälle so richtig. Ich meine, da gab es auch Frühstücksbuffet und so, ne? Ist dann natürlich für so geil. Einen Binge-Eater wie mich so der Endgegner, sage ich mal. So Frühstücksbuffet ist dann echt, ja. Aber es hat ganz gut geklappt. Und jetzt seit Montag, ja, mache ich jetzt so moderates Kaloriendefizit, aber so, dass ich wirklich regelmäßig esse, also wirklich auch frühstücke. Ich habe morgens halt keinen Hunger, aber ich esse trotzdem, weil ich weiß, wenn ich nicht esse, dann habe ich spätestens mittags wieder diesen Heißhunger. Und ja, das klappt jetzt echt gut. Also mit 2000 Kalorien. Ich habe keinen Hunger, keinen Heißhunger. Training läuft richtig gut. Ja, also ich glaube, so halb bin ich über den Berg jetzt, was die schwierige Phase angeht. Ja, aber dazu kann ich kurz was einstellen, weil das passt gerade nämlich ganz gut, weil ich hatte ja auch mal eine Essstörung. Und gegen Ende meiner Magen, also es war wirklich so ganz am Ende eigentlich, wo ich halt schon wieder auf einem normalen Gewichtsniveau war. Und also was ist am Ende? Weil da kam nämlich genau das, so was Ähnliches, was du halt hattest. Bei mir war das halt so, dass ich halt, ich musste ja noch ein bisschen zunehmen und ich wusste, ich brauche einen Kalorienüberschuss. Und ich habe halt auch ziemlich, ich sag mal, dreckig zugenommen, indem ich halt viel Schokolade gegessen hatte und mir halt so viele Süßigkeiten reingestopft hatte. Und dann habe ich das irgendwann so gemacht, dass ich den ganzen Tag gefasst, warte mal, dass ich den ganzen Tag gefastet habe und abends ab 10 Uhr, 22 Uhr war Stichpunkt, habe ich alles in mich reingefressen, wirklich alles. Und dadurch war ich dann halt nie, also hatte ich halt nie einen krassen Überschuss, weil innerhalb von einer Stunde kannst du ja nicht so viel essen, weil ich danach direkt schlafen gegangen bin. Aber das war halt auch schon so was Ähnliches, wie du hattest. Und da hat mir halt diese Routine auch was gebracht. Aber ich kann mich halt auch noch richtig krass erinnern, dass es so schwer war für mich zu frühstücken, weil ich so Angst hatte, dass ich dann im Laufe des Tages einen Fressanfall bekomme oder dann dieses Verlangen nach diesen ganzen Lebensmitteln hatte. Das war richtig schwer für mich, wirklich. Also ich kann das so krass nachvollziehen. Ja, genau so war es bei mir auch. Und also war auch wirklich so, ich war
so fixiert auf meine Form und meine Diät. Ich habe letztes Jahr halt relativ lange einen niedrigen Körperfettanteil aufrechterhalten. Also es hat auch funktioniert. Wir waren ja dann auch in den USA, wo es sämtliches Junkfood gab. Und ich konnte ja die ganze Zeit meine Form trotzdem beibehalten und hatte deshalb auch so Angst irgendwie, dass ich auch nur ein bisschen Fett zunehmen könnte. Und ja, ich weiß nicht, das war am Ende so krass, dass ich auch auf mein Gewicht so fixiert war. Ich habe mich morgens gewogen, dann nach dem Cardio und dann nochmal, das war das ausschlaggebendste Gewicht, weil ich den ganzen Tag gefastet hatte bis abends. Dann war ich ja am nüchternsten, also am leersten. Und da war das Gewicht auch immer am niedrigsten. Dann habe ich ab 13 Uhr ungefähr sogar Trinkstopp gemacht bis dahin, damit das Gewicht möglichst niedrig war. Krass. Ja, und das ist schon, also wo ich mir selber schon immer gedacht habe, hier, wie bekloppt bist du denn im Kopf, dass du einen Trinkstopp machst, nur damit die Waage das Richtige anzeigt. Das ist halt die Essstörung. Ne? Du weißt, es ist bescheuert, es ist dumm, aber du machst es trotzdem. Das war bei mir, also in der tiefsten Phase der Magersucht, genau dasselbe. Ich habe mich auch 7 Mal am Tag oder so gewogen und am wirklich nichts mehr getrunken zum Schluss, weil ich wusste, also ich wusste halt, wenn ich was trinke, dann wiege ich mehr. Ja. Und ich war auf Sizilien bei 40 Grad, ich habe nichts getrunken. Meine Oma ist gestorben vor Sorge. Weil wenn das Kind auch nichts mehr trinkt, bei 40 Grad. Also es ist so krass, diese Essstörung, was die alles übernimmt und auf welche Gedankengänge die einen eigentlich bringt. So vollkommen komplex. Ja. Ja, ich bin jetzt froh wirklich, dass ich das alleine jetzt für mich so abstellen konnte. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich das jetzt erstmal so beibehalten kann, weil es funktioniert jetzt echt gut. Ich habe jetzt auch diese Woche fast 3 Kilo verloren. Ist natürlich Wasser und Magen-Darm-Inhalt hauptsächlich. Aber wenn ich schon sehe, ich kann normal essen, regelmäßig essen, auch nicht besonders wenig essen. Also 2000 Kalorien ist ja jetzt nicht so wenig. Und trotzdem abnehmen, dann gibt mir das schon so die Sicherheit, ich kann das so weitermachen. Hm. Und ja, das ist jetzt erstmal gut. Vor allem kann ich jetzt auch wieder schlafen. Hast du noch nie eine Fressattacke gehabt in der Zeit, wo du auch höhere Kalorien hattest? Hast du die immer nur gehabt, also als Antwort auf dieses Fasten und nichts essen? Weißt du, was ich meine? Oder hast du auch schon Fressattacken gehabt in der Zeit, also wo du mehr oder weniger regelmäßig gegessen hast? Also es gab nicht oft eine Zeit, wo ich bewusst mehr gegessen habe. Das war, ich glaube, den einzigen richtigen Aufbau habe ich 2021 gemacht, wo ich wirklich bewusst mehr gegessen habe. Da habe ich immer erst am Ende des Tages getrackt und so gegessen, wie ich Hunger hatte. Da war ich immer so zwischen 2.000 und 3.000 Kalorien und da hatte ich auch keine Fressanfälle. Gar nicht. Aber war halt auch ja etwas massiver, etwas wässriger, etwas fetter. Und ja, sobald ich dann einmal richtig in Form war, wollte ich halt nicht mehr zunehmen, weil es für mich auch keinen Sinn gemacht hat. Weil ich gehe ja nicht auf die Bühne. Ich will auch nicht unbedingt muskulöser werden. Und dann dachte ich mir, wozu soll ich denn zunehmen? Wofür soll ich mehr essen? Und dann dachte ich immer, ja, wenn ich, dann habe ich diese Fressanfälle halt eingeplant, so einmal in der Woche oder dann alle 2 Wochen und jeder Tag war dann wirklich, mit den Gedanken war ich schon bei diesem Fresstag dann. Ich habe dann am Tag irgendwie 1.000 bis 1.000, 2.000 Kalorien gegessen, damit ich am Wochenende dann einen Tag mit irgendwie 7.000 Kalorien machen konnte. Das ist ja auch so ein
typisches Bodybuilder-Phänomen und nicht nur bei den Mädels, das weiß ich, ist auch bei den Jungs so, ne? Die essen die ganze Woche sauber und halten sich immer so einen Puffer an Kalorien, habe ich früher auch gemacht in der Offseason, immer so Pi mal Daumen 300, ne? Und dann war ich immer so bei 1800, 2000 Kalorien, die ich dann extra futtern durfte für mich sonntags. Aber aus diesen 2000 wurden dann natürlich auch schnell 4000, ne? Und irgendwann hörst du dann ja auch auf zu zählen. Naja, irgendwann denkst du, es ist eh scheißegal, zwei Tafeln Schokolade gehen noch, die Haribos auch und das Eis muss auch weg. Immer dann dieses Prinzip, ja, jetzt ist auch egal. Ne? Aber es macht schon einen Unterschied, ob man an einem Tag 4000 Kalorien isst oder ob man 8.000 oder 10.000 isst. Das macht schon einen ordentlichen Unterschied. Aber ein Gefühl, wenn man das isst, dann fühlt man sich auch gefühlt ein bisschen illegal. Und dann isst man das Gefühl auch richtig schnell und dann beißt man nochmal rein und beißt und dann ist es halt auch schneller weg. So. Ja. Also kriegt Roman das mit? Nee. Okay. Also ich rede mit ihm darüber zwischendurch, aber ich mache das heimlich. Weil erstens ist mir extrem peinlich geworden. Früher war es noch so 2016, 2015, da war das ja total in, so ein Cheat Day zu machen. Da hat das jeder gemacht und alle fanden das ganz toll und das war auch normal. Und da habe ich das noch richtig gefeiert und war mir auch nicht bewusst, dass das eine Essstörung ist. Und jetzt ist mir das aber echt irgendwie peinlich geworden. Und irgendwie ist das auch, ich weiß nicht, so, ich will nicht sagen spannend, aber so dieses heimlich Essen, keine Ahnung. Ja, alles, was verboten ist, ist spannend. Mhm. Also das ist ja nicht nur bei Kindern so, das ist ja ein Phänomen, was das ganze Leben so ist, ne? Und die letzten Monate war dann auch das erste Mal seit langem wieder, dass ich nachts aufgestanden bin, weil ich nicht schlafen konnte und dann noch gefressen habe. Mich schön unter die Decke gekuschelt in meinem Bett mit meinen Haribos und Lebkuchen und was alles gab. Und mich danach so scheiße gefühlt. Aber teilweise habe ich dann auch an manchen Tagen um 17, 18 Uhr eine Schlaftablette genommen, damit ich einfach nur ins Bett gehe und dann gar nicht mehr aufstehen kann. Um auch nicht mehr zu essen, ne? Ja. Aber wenn du jetzt in diesem anderen Extrem bist, dass du sehr wenig isst, also ich weiß, du bist den ganzen Tag auf der Arbeit, da kann Roman ja auch davon ausgehen, dass du, was weiß ich, auf der Arbeit schon ganz viel gegessen hast, wenn du abends hast, so, ich habe keinen Hunger mehr. Esst ihr selten gemeinsam? Nie. Also wenn du jetzt gar nichts, wenn du quasi nichts isst in dieser Phase bist, kriegt er das nicht mit, dass er sagt, hey, hast du überhaupt heute schon was gegessen? Für ihn war das ja normal. Ich habe das ja so lange Zeit jetzt gemacht, dass ich den ganzen Tag gefastet habe und dann abends erst gegessen habe. Also für ihn war das normal, dass ich halt nichts esse den ganzen Tag über. Und er ist ja auch viel unten in der Halle. Dann kriegt er ja auch nicht mit, was ich hier oben mache. Okay, ja, das meinte ich gerade. Aber also bei euch beiden, gut, es gibt ja die Möglichkeit, dass man das irgendwann irgendwie kompensiert oder so wie du jetzt zum Beispiel sagst, Maren. Ich habe jetzt verstanden, mit 2000 Kalorien habe ich weniger Hunger, dann komme ich auch nicht in diese Heißhungerattacken, aber trotz alledem, Essstörung ist ja trotz alledem eine Art Suchtverhalten, ne? Und einmal Sucht, immer Sucht. So, also ich kenne viele aus der Bulimie. Ich habe auch Patienten mit 65. Die haben halt immer noch diese Züge, ne, und diese Tendenz dahin, hat sich nie geändert. Aber was wollte ich jetzt fragen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, woher das kommt? Warum? Also das eine ist ja, es irgendwie zu kompensieren, aber selbst wenn ihr das kompensiert
oder wenn wir es kompensieren, ich komme jetzt nicht aus der Bulimie, ich kenne halt Binge-Eating aber auch erst geleitet durch den Sport, wo ich früher, als ich noch Rennrad gefahren bin, hatte ich auch so eine Zeit. Aber seid ihr an eure Themen mal drangekommen, was da los ist, warum? Und nicht nur zu kompensieren, dass man sagt, okay, ich umgehe das jetzt, indem ich eine Prep mache, indem ich diszipliniert jetzt Bodybuilding mache, weil da muss ich ja kontrolliert essen, um an meine Ziele zu kommen. Aber seid ihr irgendwie mal an eure Themen rangekommen? Oder was war der Auslöser? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir der Auslöser damals während meiner Wettkampfvorbereitung war, als ich, das habe ich auch schon in meiner eigenen Essstörungsfolge erzählt. Also erstmal, ja, es fing bei mir schon eher an. Da war ich so 15 und da hatte ich in meinem näheren Umfeld so Mädels, die waren extrem dünn. Und die wurden halt immer so angehimmelt von den Typen, ne? Und so toll und die und bla bla. Und ich war halt, ich war schlank, aber ich war nicht so dünn. Und dann habe ich halt da auch zum ersten Mal, da habe ich das auch schon so gemacht, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und dann nur einmal eine Portion Abendessen und manchmal noch so 2-3 Stück Schokolade. Und dann habe ich halt auch ziemlich schnell 10 Kilo abgenommen und war dann auch, ja, da habe ich 47 Kilo gewogen. Also ich war jetzt nicht krankhaft magersüchtig, musste auch nicht in eine Klinik oder so, ich war schon extrem dünn. Ich habe dann auch Komplimente bekommen und oh, du hast ja so toll abgenommen und war dann auf einmal auch so, ne, eine von diesen dünnen Mädels, die so gefeiert wurden. Und das gibt dir natürlich dann schon Bestätigung, ne? Wenn du siehst, aha, ich habe 10 Kilo abgenommen und jetzt finden mich auf einmal alle toll. Und es hat sich dann aber so, ja, so ein bisschen wieder ausgeschlichen, als ich dann einen neuen Freund hatte und ja. Und irgendwann habe ich dann mit Kalorienzählen angefangen, weil ich dann doch wieder ein bisschen was abnehmen wollte. Das war so mit 18 habe ich damit wieder angefangen. Und mit 21 habe ich dann mit dem Training angefangen, 2014. Da habe ich aber anfangs habe ich nicht getrackt, gar nichts. Es lief alles. Also und irgendwann, das war dann 2016, da bin ich ja in der Bikini-Klasse gestartet, hatte dann auch einen neuen Partner, diesen Arschloch-Typen, von dem ich auch schon mal erzählt habe. Müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Nee. No bad vibes hier. Ja, weil das war halt krass, ich war auf Diät und wir haben halt auch zusammen gewohnt und ja, der hat mir irgendwie das Leben so krass zur Hölle gemacht. Und dazu dann noch diese Diät, dass da irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist das so verbunden, diese, wie ich mich da alleine und scheiße gefühlt habe. Und dieses wenige Essen. Und da habe ich dann angefangen, heimlich zu essen. Mhm. Und weiß auch nicht. Und dieses, ja, das Essen, das gute Essen, das habe ich dann immer verbunden mit dem Gefühl, zu Hause zu sein, weil ich vorher, da war ich am Wochenende immer zu Hause bei meiner Mutter und da haben wir immer zusammen gegessen, Kuchen und Frühstück irgendwo im Café. Und dann habe ich dieses gute Gefühl, zu Hause, Geborgenheit mit Essen verbunden und dieses beschissene Gefühl, alleine zu sein, mit Diät, mit Nicht-Essen verbunden. Ja, ja. So ist es irgendwie hängen geblieben. Das ist ja eigentlich fast immer so, ne? Es sind immer Verknüpfungen. Ja. Also ich glaube schon, dass gerade Binge-Eating so ein Ding ist von, also wirklich emotionalem Hunger und Essen, ne? Du versuchst halt immer irgendeine Lücke zu füllen und deswegen wirst du ja auch nie satt. Ne? Du frisst und frisst und wirst einfach nie satt. Also so kenne ich das ja bei mir auch. Und
Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, ich bin keine Psychologin oder so, ne, aber ich habe tatsächlich mal 2, 3 Stunden genommen, weil mir das so auf den Keks ging. Ich wollte das einfach nicht mehr, dieses Fressen, 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 schlecht fühlen. Vor allem nach diesen Wettkämpfen, klar, das ist, hat ja auch einen hormonellen Auslöser, ne, dass du einfach kein Sättigungsgefühl hast. Und ist ja auch logisch, wenn du so lange im Hungermodus warst und da kannst du ja auch nach so einer langen Prep deinem Gehirn 30 Mal sagen, hör mal, du darfst auch morgen noch essen und es ist auch kein Krieg, du darfst auch übermorgen noch essen und übermorgen und nächste Woche darfst du theoretisch auch was essen, aber du musst ja alles an diesem einen Tag essen. So, ne? Aber ich glaube, dass also bei mir, ne, war das definitiv, boah, ich habe es doch ausgemacht. Ich kriege gerade so viel Muskelfetisch-Anfragen, deswegen habe ich am Anfang einmal so, oh, gemacht. Das war nicht wegen euch, erzähle ich gleich. Ich kriege hier solche Angebote hier gerade rein, ja. 800, 1000, 1200. Ich weiß nicht, ob da so 3 Muskelfetische gerade eine Gruppe gebildet haben oder so. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja, mein nächster Urlaub ist auf jeden Fall wieder gesichert. Aber bei mir war das definitiv, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe versagt, ich habe nur den 12. gemacht, ich war nicht gut genug, ich hätte noch ein bisschen mehr geben können, ne? Und das hat bei mir so dieses Fressen ausgelöst und auch Geborgenheit, alleine sein, also all diese Geschichten. Und ich glaube, das ist das Allerschwierigste, halt in dem Moment, wo du diese Fressattacke, wo du merkst, es geht los, zu sagen, was ist denn da jetzt los? Und einfach in dein Gefühl reinzugehen, worum es eigentlich geht. Ne? So, und bei mir war es... Angie, ich habe mich seit 10 Minuten gemeldet. Ja, ich wollte nur diesen Satz zu Ende bringen. Der Satz war ganz schön lang, so 2 Minuten. Ja, ich werde jetzt auch wieder eine halbe Stunde nichts sagen. Entschuldigung. Ganz Spaß. Nein, ich wollte dazu sagen, genau das... Ich esse Nudeln in der Zeit. Naja, das Einzige, was ich dazu sagen wollte, war, dass bei mir das ja genau andersrum war nach dem Wettkampf, wo wir in Alicante saßen, habe ich nämlich genau andersrum erzählt, dass ich ja nicht den ersten gemacht habe und ich das Gefühl habe, ich habe mir das Essen jetzt gar nicht verdient, weil das Endziel ist ja nicht erreicht, ne? Und ich glaube, da ist halt einfach genau dieser Unterschied zwischen Bulimie und Magersucht. Magersüchtige bestrafen sich in dem Sinne, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie nichts essen, so übertrieben gesagt dann, und bestrafen sich mit Hungern und definieren Essen nur, wenn man halt Erfolge hat. Also ne, man darf nur Belohnung. Essen, wenn man Erfolge hat. Belohnung, genau. Also haben wir es ja auch gelernt. Ja, und beim Binge-Eating ist es dann halt genau das andersrum. Du fühlst dich dann schlecht, weil du so viel gegessen hast und bestrafst dich mit dem Gefühl eigentlich eher. Es ist alles dasselbe. Deswegen, wir können uns auch ewig streiten. Auch wenn du immer sagst, du bist aus deiner Essstörung raus, Letty, aber diese Essstörung und Wahrnehmungsstörung hängt ja ganz eng zusammen, ne? So. Ja, total, total. Also, ob was jetzt gesünder ist, kann man ja auch drüber streiten. Eine Wettkampfdiät ist natürlich auch nicht gesünder. Du gibst immerhin deinem Körper in der Offseason genügend Kalorien, aber irgendwie aus diesem Thema kommt man ja nie raus, solange man nicht daran arbeitet. Ne? So, oder? Ja, also ich wollte gerade sagen, bei mir ist es halt schon ein jahrelanger Prozess, wo ich halt dran arbeite. Also ich hatte jetzt in der Offseason eigentlich fast kein Klemmer mehr, irgendwie mal Alkohol zu trinken oder meine Pizza essen zu gehen. Also das war in den letzten Offseasons nicht so, aber das ist halt ein langer Prozess und man muss sich dazu zwingen, ne? Weil sonst wird, und man muss es wollen, weil sonst wird es nichts. Und wie gesagt, bei mir ist ja auch, wie du sagst, die Wahrnehmungsstörung, die wird immer bleiben. Ich habe gestern ein Bild in unsere Gruppe geschickt und meinte so, das zum Thema Wahrnehmungsstörung, weil ich denke immer noch, ich bin wässrig manchmal. Ne? So, man hat Phasen, da sieht man sich, oh, cool. Und dann wieder, Und das ist es halt. Ja, so und wie Off-Season, ne? Ich bin fett, ich bin fett, ich bin fett. Manchmal denke ich mir, also ich habe ganz woanders Probleme, auf ganz anderen Ebenen. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, dass ich gerade da oben nur noch so einen Ansatz von Sixpack habe und Dellen am Arsch habe. Ich stört das gerade gar nicht, ne? Weil ich denke, okay, ist Off-Season, gehört halt dazu. Ich sehe halt aus wie jeder. Wie jede, so, ne? Die, man sieht immer noch, dass ich Sport mache. Ich fühle mich auch relativ flach. Aber ich habe jetzt gar nicht dieses Problem, dass ich nicht in Shape bin. Weil ich weiß, irgendwann
geht's auch wieder runter mit dem Gewicht. Und dann bin ich auch wieder in Shape, ne? Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Alterungsprozess ist oder so. Aber weiß nicht, vielleicht, weil ich auch schon 20 Jahre damit zu tun habe und man irgendwann so ein bisschen reflektierter wird. So in der Wichtigkeit, weißt du? Und irgendwann bin ich wirklich, also ich glaube so vor 7, 8 Jahren, so da rausgekommen aus diesem, ich definiere mich nur über das Körperliche. Also jetzt auch über Social Media oder so, ne? Ich feiere die Leute, die sich ohne Sixpack dahinstellen und ein Posing zeigen in ihrer tiefsten Offseason viel mehr als, ja, weiß auch nicht. Ja. Ja, ist schwierig. Wie gesagt, es wird nie weggehen. Ich glaube, einmal in so einer Essstörung drin wirst du, glaube ich, ist vage gesagt, aber ich glaube, du wirst nie hundertprozentig da rauskommen, weil du hast ja, das Thema hatten wir ja gerade, mal irgendwann damit angefangen, aus einem gewissen Grund. Also du bist ja nicht umsonst magersüchtig geworden. So, das hatte alles Gründe aus deiner Vergangenheit und ne? Es ist halt schwierig, das kommt. Also ich meine, einmal Kalorien zu wissen von jedem Lebensmittel, das verlernst du halt auch nicht. Wie viel Abfall weiß man halt. Ich glaube. Ja, und dann trackst du halt mit im Kopf nebenbei. Gruselig. Du merkst es dir alles. Ja, es ist Wahnsinn. Und das haben auch Leute, die jetzt keine Bulimie oder so haben. Ich weiß auch, dass ganz viele Männer das Problem haben. Und wenn jetzt überhaupt noch ein paar Männer dabei sind und die sich für das Thema interessieren, ich habe mal mit dem Michael Kobel, es gibt nämlich auch Männer, die aus der Bulimie kommen. Da müsst ihr mal ganz weiter runter gucken. Da gibt es eine Folge mit dem Michael Kobel und ich glaube dem Quadro. Quadro war, ja, glaube ich, dabei. Ne? Da haben wir nämlich mit jemandem gesprochen. Der Micha kommt nämlich aus der Bulimie, männlich, krass, und Binge-Eating. Fand ich super spannend. Wir haben auch wirklich viele Männer, nachdem ich diese Essstörungsfolge aufgenommen hatte, haben mir viele Männer geschrieben, die auch, ja, die meisten waren auch von dem Binge-Eating betroffen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sich so viele Männer zu dem Thema melden. Mhm. Weil man denkt ja immer, das ist nur so ein Frauenproblem. Mhm. Ist es aber nicht. Mhm. Ja, vor allen Dingen nach den Wettkämpfen, ne? Wobei man auch sagen muss, also nehmen wir jetzt mal, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich vom Metabolism so ein Typ wäre wie dein Mann, wie der Roman, ich glaube, nach so einer Diät kann ich gut verstehen. Ich glaube, ich wäre so jemand, der würde irgendwo hingehen und würde erstmal einen Salat essen. Tatsächlich. Weil wenn ich mit 2000 Gramm Carbs laden müsste, hätte ich ja gar keinen Bock mehr zu essen. Ich glaube, ich hätte genau das umgekehrt. Ich glaube, ich würde gar nichts mehr essen danach. Aber das ist ja nicht bei allen so, ne? Und jetzt auch bei naturalen männlichen Athleten, die ja teilweise auch sehr weit runter müssen mit den Kalorien, die haben ja auch damit zu tun, dass sie sich nicht mehr einkriegen, so nach den Wettkämpfen, ne? Vor allen Dingen, wenn es so der erste und der zweite Wettkampf ist. Ich wollte es gerade sagen, weil ich merke das ja auch gerade, ist jetzt vage gesagt auch, aber bisher ist mir noch nie eine Wettkampfprep so leicht gefallen wie diese gerade. Und ich darf ja jetzt auch zwischendrin voll viele Refeeds machen mit auch gut Kalorien. Also da sprechen jetzt nicht von 100 Gramm Carbs, ne? Und da frage ich mich dann halt auch, habe ich gestern zu Ale gesagt, ich glaube, ich werde gar kein krasses Verlangen mehr nach Essen danach haben, weil ich werde ja jetzt immer hoch. Also klar, ne, man gönnt sich dann schon was, aber das Verlangen die letzten Jahre war halt anders bei den Preps, weil ich da viel ausgezehrter war, ein viel höheres Defizit hatte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz doll ausschlaggebend für sowas. Mhm. Wie du deine Diät auch gestaltet, das ist halt super wichtig. Und auch, dass man danach schon vorher einen Plan für danach hat. Ja. Weil das war auch mein Fehler damals. Ich wollte eigentlich noch starten, aber ich bin dann halt krank geworden und ich konnte nicht trainieren und ich habe halt einfach nur gelegen und gegessen und wusste auch gar nicht, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll. Mhm. Und ja, es wäre schon schön gewesen, hätte ich schon mal so einen Plan gehabt für danach, wie gehe ich da vor. Obwohl ich sagen muss, dieser Plan danach ist auch,
Also, weißt du, du hast danach so, also du kommst, also letztes Jahr war es bei mir so, ich hatte nur noch Bohnen und Hähnchen in jeder Mahlzeit und dann war da 40 Gramm Reis drin. Wenn du einen Tag vorher, nach dem letzten Wettkampf, fressen durftest, was du solltest und am nächsten Tag oder zwei Tage später, lass es sein, wieder das nach Plan essen sollst, dann das ist schlimm. Und bei mir war das tatsächlich letztes Jahr so schlimm, dass ich dann wirklich zwanghaft diesen Plan, also ich bin Samstag nach Hause geflogen, war abends zu Hause. Sonntag war dicke Familienfeier bei meiner Oma oben, da haben wir ja noch unter meiner Oma gewohnt. Ich habe mein Essen nicht, ich habe da nicht mitgegessen, obwohl das zwei Tage nach dem Wettkampf war und habe mich an diesen Reverse-Plan gehalten. Eine Woche später waren wir in Köln, da habe ich gesagt, einen Tag mache ich frei. Obwohl wir drei Tage da waren insgesamt. Und an dem Tag von dem Heiratsantrag habe ich dann sogar gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht bei Five Guys einen Burger essen, ich esse jetzt meine Reisflocken, wie sie auf dem Plan stehen, und dann gehen wir Steak essen. So, voll noch in diesem Wettkampffilm drin gewesen und total unnötig gestresst. Also ich sage ja, so ein Reverse-Plan hat gute Seiten und es ist auch gut, wenn man sich daran hält, aber manchmal tut vielleicht eine Woche Kopf ausschalten auch ganz gut. Die Frage ist aber immer, ob man sich das zutraut. Ja. Wie man dann eskaliert, ne? Genau, ja. Also ich versuche das immer, ich halte mich immer an den Plan. Ich glaube, Reverse ist immer so bei mir, wie der Plan 6 Wochen vorm Wettkampf war, ungefähr. Wobei in meiner letzten Prep war ja Tag 1 vom Prep 7 Monate komplett gleich. Also da wurde ja gar nichts geändert, kein Refeed, nix. 7 Monate lang. Deswegen sah bei mir die Reverse ein bisschen anders aus. Ich hatte dann statt 1700 Kalorien irgendwie 1900 oder so. Und dann habe ich immer angefangen, okay, jede zweite Mahlzeit gönne ich mir irgendwas Kleines dazu. Also es gab dann in meinem Porridge 2 Oreo-Kekse obendrauf oder irgendwie sowas. Das hat letztes Mal echt ganz gut funktioniert, ohne dass ich eskaliert bin. Das habe ich aber auch gemacht. Auf meinem Quark abends habe ich dann so Smarties drauf gemacht oder so. Ja. War auch mal geil. Also aber das Scheiß, Problem ist, danach bin ich zur Zigarettentüte gerannt. Ja. Da saß ich davor wie so ein Opfer. Ich habe mir das Perukuriegel in den Mund gesteckt. Das ist ja auch so krass irgendwie in so einer Prep. Du kriegst ja Gelüste auf Dinge, die du jahrelang vorher schon nicht gegessen hast. Linsensuppe, ja. Kartoffelsuppe. Boah, so ein Gulasch wäre mal wieder richtig geil. So 30 Jahre nicht gegessen, so ungefähr. So. Oder auch so bei Süßigkeiten irgendwie. Ich weiß noch, ich hatte voll Bock auf diesen Puffreis. Kennt ihr den, diesen farbigen? Total ja, ähnlich. Aber der hat eigentlich ganz gute Werte. Der hat ja kein Fett, das sind ja nur Carbs. Ja, aber ich meine diese eingefärbten, die sind ja süß. Ja. Da ist ja, ja Zucker drin. So. Ja. Dann dachte ich mir immer, da habe ich nie Bock drauf. Aber dann fiel mir ein, als Kind habe ich die immer gegessen. Nach dem Schwimmen gab es die immer an so einem Kiosk. Haben wir die immer gegessen. Ja, voll verrückt. Also ich muss sagen, ich hatte neulich so kranke Gelüste. Ich war am Lidl und also es war vorgestern. Nee, gestern war Samstag, ne? Nee, Freitag war das. Mein erster Ladetag, da war ich im Lidl. Und dann bin ich an der Haribo-Abteilung mit meinem Einkaufswagen dann gefahren. Oh, krass. Und dann war da meine Elefanten. Und ich hatte ja Ladetag und ich habe diese Elefanten eingepackt, natürlich gekauft, zu Hause Tüte aufgerissen, einen im Mund genommen und habe mich gefreut. Aber ich konnte diese Tüte wieder weglegen und ja, habe jetzt einen Haribo am Ladetag mehr gegessen gehabt. Krass, pass mal auf, dazu habe ich nämlich genau eine Frage. Warte. Oh mein Gott, ey, wo soll ich die jetzt finden? Hier, schon mal was von der Krankheit Schuh and Spit gehört. Eine ganz liebe Freundin von mir war betroffen und war so schlau, sich mir anzuvertrauen. Die gab es bei uns auch schon öfter. Ich kenne tatsächlich niemanden, der es macht. Also ich weiß, was es ist. Du kaust ist das denn? Schuh and Spit? Kauen, ausspucken. Ach so, ja. Das ist in eine Schüssel oder in eine Eimer. Na, also, voll die Verschwendung. Wäre auch absolut keine Essstörung für mich. Ich muss das runterschlucken. Ja. Ich habe das in meiner ersten Wettkampfdiät gemacht. Echt? Mhm. Ah, das hast du mir mal erzählt, glaube ich. Mhm. Ja. So wie ich auch in den Laden gegangen bin, eine Stunde da gestanden habe und Löcher in die Tüten gemacht habe, damit ich dran riechen konnte.
Wisst ihr eigentlich, dass ich gestern fast in den Knast gekommen wäre? Sorry, muss ich mal kurz einwerfen. Kurze Real-Life-Story. Haben wir True and Spit ab damit abgehakt? Ach so, also, ja. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ne? Ja, also. Ich weiß, es gibt ja auch irgendwie, war das nicht mal eine Zeit lang irgendwie unter den Models irgendwie, dass die so in irgendwas Taschentücher, Wattepads ja. drauf rumgekommen haben? Watte oder Tücher in Orangensaft. Krass, ey, Leute. Ja, okay. Warum bist du doch nicht im Knast? Ja, ich bin nochmal davon gekommen. Ich war gestern einkaufen bei Edeka und da gibt es doch immer diese Selbstbedienerkassen. Mhm. So, Prep-Hörn, Litti scannt den Einkauf ab. Sixer-Träger Cola steht auf dem Boden. Litti bezahlt. Sixer-Träger Cola musst du ja abscannen. Litti hat Sixer-Träger Cola vergessen. Ja. Nimmt den Sixer-Träger Cola, geht aus diesem Einkaufsladen raus. Der Ladendetektiv hat das gesehen, der hat mich scheinbar die ganze Zeit schon beobachtet gehabt. Also, da muss man auch mal so viel Glück haben, dass es genau dann ist, wenn man wirklich, wirklich hat. Und er guckt mich so an, ja, kann ich einmal den Einkauf nachkontrollieren? Ich so, na klar, gerne, so, ne? Ja. Aber ich habe nur Hausverbot bekommen für ein Jahr. Hast du? Echt? Ja, und ich dachte mir halt auch so, als ob ich jetzt Hausverbot bekomme wegen einem Sixer-Träger Cola. Ich so, ich bezahle ihn doch. Ich so, ich meinte dann auch so irgendwann richtig zu denen, sehe ich so aus, ob ich das nötig hätte. Ja. Das war sogar diese gefakte Edeka-Cola, Alter. Und dann habe ich sogar zu ihm gesagt, weil ich hatte auch Mandelmus gekauft und der kostet ja 7 €, ne? Und ich sagte so zu ihm, ich so, sorry, aber dann wäre ich doch schlau gewesen, hätte den 7 € Mandelmus nicht eingescannt, ja. Oder? Also, ich habe mal als Jamila, meine Tochter, ganz, ganz klein war, ich muss mal eben meinen Zopf reparieren, war ich in so einem, boah, ich weiß gar nicht, nicht 1-Euro-Laden, aber so ein komischer Billigladen, wo es einfach alles gab, so komische chinesische Importwaren. Die hatten alles, die hatten Deko, die hatten so billig Nahrungsmittel irgendwie. Was? So wie Action. Ja, ja, sowas ähnliches. Aber damals gab es kein Action. Aber genau, sowas in der Art. Auf alle Fälle war ich mit dem Buggy da drin, mit meiner Tochter und ich habe irgendwie Weihnachtskugeln. Also ich habe ganz, ganz viel gekauft, ganz viel Deko. Auf jeden Fall. Damals waren noch D-Mark-Zeiten, definitiv, oder? Nee, es war schon Euro. Auf jeden Fall über 100 €. Safe. Und was weiß ich, 120 €. So, und meine Tochter habe ich da irgendwo stehen lassen. Und meine Tochter, ja, wie Kinder halt so sind, die war 2, 3, die grapschen nach irgendwas, keine Ahnung was, ne? So, ich gehe zur Kasse, ich zahle meine 120 € da. Meine Mutter, die war irgendwie bei Deichmann oder so drin, auf die hatte ich gewartet. Und ich war noch nicht draußen, da kommt so ein eiskaltes Händchen auf meine Schulter. Entschuldigung, darf ich mal bitte einmal Ihre Waren kontrollieren? Ich so, klar, sicher, natürlich. So, und dann sagt er zu mir, würden Sie das Kind mal aus dem Kinderwagen nehmen? Ich so, hä, wieso soll ich jetzt meine Tochter da rausnehmen? Würden Sie bitte, oder, also ich musste mitkommen ins Büro und dann sollte ich meine Tochter da rausholen? Ja, richtig peinlich, denke ich. Das war mir auch so peinlich gestern. Der Laden war so voll. Und dann sagt er, wir können jetzt auch direkt die Polizei rufen. Ich denke so, was will der denn von mir, ne? Ich so, ja klar, ich nehme meine Tochter hoch. Da hat die da ein Teelicht. Ein Teelicht. Aus so einem 12er-Pack oder 6er-Pack. Hat die irgendwie, was weiß ich, hat sie die Packung aufgemacht, hat sie sich da unten reingesteckt irgendwie. Fand sie lustig. Ich fand's auch lustig. So, ja, mein Gott, kann halt passieren. Der hat die Polizei gerufen. Dann kam die Polizei, ja. Ich durfte danach zur Wache gehen. So, also die haben dann die Anzeige fallen lassen tatsächlich, sowohl der Laden wie die Polizei. Und die Polizei hat mir dann erklärt, dass die meisten Kaufhausdetektive, also zumindest damals, weiß ich nicht, wie das heute ist, auf Provisionsbasis arbeiten. Aha. So, ja, also auf jeden Fall hatte ich auch eine Anzeige am Arsch und dachte so, Alter, Alter. Doch, ja, ich dachte mir halt auch so, es war halt so peinlich, weil es waren so viele Menschen da. Naja, egal. Aber die haben es nicht groß rumgeschrien. Vielleicht sagen sollen, hallo, ich bin auf Prep. Bin auf Prep. Ich befinde mich gerade in einer absoluten Ausnahmesituation, meinte ich. Wie ich dann halt auch so. Bin. Kann man heute in Fragen anfangen? Ja, bitte, mach mal. Stunden. Nee, bitte nicht. Ich muss in einer Stunde essen, also 18 Uhr ist die Schicht. Hallo ihr Lieben und zuerst einmal vielen lieben Dank, dass ihr eine Folge zu dem Thema macht. Ich habe seit 25 Jahren Bulimie. Was denkt ihr, kann die Bulimie durch bestimmtes Essen getriggert werden?
Mir geht es psychisch sehr gut, aber sobald ich zum Beispiel ein Stück Kuchen esse, überkommt es mich und es eskaliert komplett. Ja, also ich denke, meine Gedanken dazu, jetzt so ganz spontan, auch wenn sich das radikal anhört, mir geht es psychisch sehr gut, aber würde es ihr psychisch so gut gehen, dann würde es sie ja nicht triggern. Ja, richtig. Also steckt sie ja voll in dem Thema drin. Weiß nicht, ob das jetzt wieder ausschlaggebend ist, dass es wieder was Süßes ist. Weil gerade wir Mädels werden ja immer, oh, bist du süß, hier hast du ein Bonbon. Wenn du lieb bist, kriegst du ein Lolli. Es geht ja immer alles über Süß und Belohnung, ne? Siehst du süß aus? Hast du eine süße Frisur? Hast du ein süßes Kleid an? Oh, was bist du süß? Naja, also ich sag mal so, wenn es halt bei ihr mit einem Kuchen passiert, Zucker ist ja, also du kannst ja eigentlich süchtig nach Zucker sein. Zucker macht dich süchtig. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum man nach einer Prep so durchdreht. Wenn du dann einmal ein Haribo oder irgendwas mit richtigem Zucker im Mund nimmst, dann bist du auf einmal süchtig danach. Dann schmeckt dir auch dein Porridge nicht mehr, sondern du willst nur noch das haben. Und ich glaube, das ist das Problem. Andererseits ist es ja auch so, scheint mir eine etwas, also ne, wahrscheinlich keine Bodybuilding-Intention, wäre es vielleicht wichtig, dass sie regelmäßig diesen Zucker, den Einfachzucker, in ihre Ernährung implementiert, dass sie halt keinen Heißhunger darauf hat. Das heißt, dass sie auch vielleicht normale Lebensmittel isst und nicht nur alles mit Chunkies macht und so und auf dieses komplette Süße verzichtet. Ich glaube, es ist immer schwierig, das so pauschal sagen zu können, weil man weiß ja nicht, wie sie gerade ist. Vielleicht ist es ja genauso wie bei uns, dass sie den ganzen Tag verzichtet hat und dann ein Stück Kuchen zu essen und deshalb dieser Suchtfaktor noch mal mehr kommt. Ja, ich glaube auch, dass sie eine Person ist, die Lebensmittel in Gut und Böse einteilt. Ja, genau. Ein Stück Kuchen genau. ist böse und deshalb muss es dann wieder raus. Mhm. Deswegen würde ich, ja gut, man weiß halt nicht, ob sie das Essen trackt oder ob sie einen Ernährungsplan hat. Mhm. Ich würde es halt mit einplanen. Genau. In die Ernährung, so dass es nicht was Böses ist, sondern was eingeplant ist, das gönne ich mir. Und dann ist es abgehakt. Oder erstmal ein halbes Stück oben auf den Quark drauflegen, so wie du eben gesagt hast, oder auf den Porridge oben drauflegen. Ja. Na? Das ist ja dieses Bestrafung, ne? Wenn ich was esse, wenn ich was Süßes esse, bestrafe ich mich. Also genau wie du das gerade sagst, mit dieser Einteilung in Gute und Böse. Natürlich ist es ja auch richtig, weil jeder von uns weiß ja, dass Zucker nicht gesund ist. Aber deswegen müssen wir ja trotzdem ein normales Verhältnis dazu bekommen, weil im Endeffekt auch unser Obst enthält Zucker. Ne? Genau. Also, und wir brauchen Zucker. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir brauchen Zucker zum Überleben. Das ist einfach so. Weil jeder, der mal so eine Diät gemacht hat, komplett Gemüse oder auch nicht Eat the Rainbow, alle Farben isst und wirklich nur grün, also gerade auch Gemüsesorten isst, die relativ wenig Zucker haben, wie krass du einfach auch unterzuckern kannst. Also wie schlecht es gehen kann durch diese Unterzuckerung auch. Ja. Ja. Naja, was ich noch sagen wollte, es gibt Personen, für die funktioniert es wirklich am besten, wenn sie komplett auf verarbeitete Lebensmittel verzichten. Mhm. Also Leute, die wirklich eine richtig krasse Esssucht haben. Also da kenne ich zum Beispiel die Katharina Stütz. Die verzichtet halt komplett darauf. Und bei der funktioniert das. Muss man. Aber halt ist auch immer die Frage, ob man so leben möchte für immer. Ne? Ja, kommt ja bestimmt mal die Situation, dass man mit seinen Mann mit seiner Familie in den Urlaub fährt und dann gibt es da halt ein Hotelfrühstück und dann musst du ja eigentlich, also wenn du komplett psychisch gesund bist und keine Essstörung mehr hast in dem Sinne, also jetzt so eine akute, dann musst du auch eigentlich in der Lage sein, da am Buffet essen zu können, ne? Ohne schlechtes Gewissen und ohne dieses alles auf den Kopf zu drehen, ne? So schwer, ich finde das auch im Urlaub, ne? So schwer. Heute auch nicht mehr, aber also bis heute würde ich nie auf die Idee kommen, einen Orangensaft oder so zu trinken, also so einen echten. Nee, das mache ich auch nicht. Das kann ich nicht. Ich kann keine Kalorien trinken. Also ich würde auch keine normale Cola trinken. So beim Cocktail, ja, ist vielleicht wieder was anderes, aber auch da denke ich immer, warum muss das jetzt sein? So viele Kalorien, dann isst lieber eine Kugel Eis. Also ich esse dann lieber, als ich trinke. Das hat natürlich auch einen Gesundheitsfaktor, kann man sich aber darüber streiten, ob Süßstoffe jetzt besser sind als, ne?
normaler weißer Zucker, aber das ist schon schlimm, dass das einfach nicht aufhört im Kopf. Also mich beherrscht es jetzt nicht mehr so. Ich kann wirklich im Urlaub, ich fahre in den Urlaub, ich versuche dann 14 Tage vorher ein bisschen sauberer zu essen, vielleicht 200 Kalorien weniger zu essen, dass ich so mit 1,5 Kilo weniger vielleicht, aber nicht zwanghaft, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, klappt es nicht, in den Urlaub fahre, damit ich dann diesen Puffer habe. Und wenn ich dann nachmittags ein Stück Kuchen oder ein Eis essen will, esse ich es halt auch, weil ich weiß, wenn ich wieder zurückkomme, gibt es hier keinen Kuchen mehr. Muss ich ein bisschen mehr Cardio machen? Mich nervt, weil je älter du wirst, es ist einfach so, umso langsamer wird dein verfickter Scheiß-Stoffwechsel. Aber ja. Meiner dachte sich dieses Mal, wozu Cardio? Ja, Ich muss auch sagen, ich habe aber mein ich Cardio gönne dir auch. das von Herzen. Ich habe mein Cardio halbiert und es funktioniert momentan für mich auch viel besser. Also vorher habe ich eine Stunde. Stress. Stress, Ja. Cortisol. Und Ohne Witz, Regeln. ich war ja krank und ich habe mich vorher wieder so richtig ausgelaugt gefühlt. Also ich habe mir wirklich, ich war krank, eine Woche trainiert und dann wieder genau dasselbe ausgelaugte Gefühl gehabt. Dann wieder eine Woche gar nichts gemacht, kein Cardio, ich hatte 3000 Schritte am Tag. Ich habe einfach 1,3 Kilo abgenommen, weil der ganze Stress, glaube ich, abgefallen ist. Und ich glaube, das hat Max auch gemerkt und mir deshalb jetzt auch das Cardio weniger gemacht. Für mich funktioniert das momentan auch wirklich besser. Weniger Cardio, dafür mache ich jetzt jeden Tag einen Spaziergang, der halt meine Regeneration nicht beeinflusst und was auch ja für meine mentale Gesundheit positiv ist. Früher habe ich auch regelmäßig Spaziergänge gemacht und ich glaube, das hat mein Körper jetzt so ein bisschen vermisst, weil ich kann dabei richtig gut runterkommen. Ist das Gute, wenn du einen Hund hast, ne? Ja. Ja. Also, ich habe Immer, mir. mit der er mal raus will. Ich will Ja. keinen echten. Ich habe mir wohl gerne. Ja, kriegst so einen Dackel, so einen Holzdackel kriegst du Ja. von uns Nee, zu es Weihnachten. war doch immer diese, so ein Pipi-Max, der also an der Leine war, der konnte so gehen. So einen brauche ich. Dann halten die mich hier komplett für bekloppt in der Nachbarschaft, wenn ich mit so einem Pipi-Max hier Gassi gehe. Nein, das finden Glaube die ich auch. toll. Das finden die toll. Ja, ich bin froh, dass ich meine Hunde habe. Wohlwissend habe ich mir keine Jagdhunde geholt, die dann oder ein Husky, der 3, 4 Stunden am Tag raus muss, weil das könnte ich ja gar nicht leisten. Aber ich bin halt auch, also 2 Stunden bin ich mit den Hunden draußen, ne? Und ich wohne hier direkt am Wald und bei mir geht das nur so. Und heute zum Beispiel war auch schon wieder, ich dachte so, boah, scheiße, ich habe Beine trainiert, ich habe heute Morgen wieder, ich habe echt nicht so gut geschlafen. Dann ist bei mir morgens immer dieser Struggle, also keine Faulheit, dass ich denke, schlafe ich jetzt noch eine Stunde, weil ich erst 3 Stunden geschlafen habe, oder stehe ich auf und mache Cardio? Meistens entscheide ich mich immer für den Schlaf, weil ich den gerade viel wichtiger halte, vor allen Dingen, wenn es um Ja. 3 Stunden oder so geht, ne, nur Auch so. gepennt habe. Also, und aber dann erwische ich mich halt auch wie heute, dass ich sage, okay, wo laufe ich mit den Hunden? Ach ja, geh da lang, weil da habe ich 3 Berge, die so gehen. Und die gehe ich dann auch richtig stramm hoch und dann denke ich, okay, ist eigentlich wie Laufband, ne? Habe ich mein Cardio gemacht. Nächste Frage. Nächste Frage. Ja, ich muss sie stellen, weil ich fand sie eigentlich ein bisschen, ich fand sie lustig. Es tut mir leid für den Fragesteller da draußen. Welches Sternzeichen ist Maren eigentlich? So blöd es sich anhört, aber in meinem Umkreis leiden 2 Leute darunter und die sind Fische. Na, ich bin Wassermann. Ist nah dran, aber glaub, Fische ist kurz danach. Ich habe ja am 15. Februar Geburtstag und ich glaube, ab Ende Februar oder Anfang März ist doch Fische, oder? Ja, ne? Immer am Ich glaube, das ist Sternzeichen unabhängig. Was sagt ihr? Ah, ich weiß nicht, also ich glaube sofort an Sternzeichen. Ich Und auch. ich, also zum Beispiel bei mir, liest dir eine Definition von der, ich habe im September Geburtstag, bin also Jungfrau, und liest dir das durch und das bin 1:1 ich. Das kann jeder bestätigen. Das ist Ja, so ist bei krass. mir auch. Ich Und bin. meine beste Freundin ist auch Jungfrau und die ist noch schlimmer als ich. Und das vermute ich, warum sie noch schlimmer ist als ich, weil sie, weil wie viele Tage sind das? 10 Tage vor mir Geburtstag hat, genau. Dass sie sozusagen noch eine frischere Jungfrau ist und ich bin ja eher so, kratze schon am nächsten Sternzeichen. Es kommt ja auf deinen Aszendenten an, ne? Wo du jetzt näher dran hängst.
Also ich bin auch Vollblutstier, also 1:1, aber ich habe noch nie gehört, dass es ein Sternzeichen gibt, die besonders an Bulimie erkranken. Also Ach das. so, nein, nein, das nicht. Ja. Aber ansonsten, ich bin auch sowas von Stier, ne? Und mein Aszendent ist Jungfrau. Komme ich gar Aber nicht drauf klar. ich habe eine Freundin, die hat Bulimie, die hat auch im März Geburtstag. Okay. Müsste dann. Sollte er richtig liegen oder sie, die das geschrieben hat? Warum habe ich das Gefühl, das hat ein Mann geschrieben? Ist auch mal witzig. Wenn du diese anonymen Fragen bekommst, habe ich immer so direkt so ein Bauchgefühl, muss natürlich gar nichts heißen, ist ein Mann oder eine Frau? Ne Mann, Sprachfehler Ja. ist auch schon aktiv. Boah, Leute, mein Arsch tut weh. Oh Mein Gott. Arsch auch. Ich habe gestern Booty trainiert und ich habe heute Morgen mit krassen Muskelkater aufgewacht. Dieser Stuhl ist so hart und ich war vorhin noch kurz auf dem Liegefahrrad. Der Sitz auch so hart und Es ja. ist schlimm. Also mein Arsch ist ja auch gerade nicht mit viel Fett bedeckt. Eben, und Ja. selbst dieser weiche Stuhl ist schon zu hart, Alter. Also ich wiege 78 Kilo auf 1,67 Meter und ich kann sagen, ich habe genug Arsch. Mir passt schon wieder keine Jeans mehr. Bei mir Auch. läuft es übrigens wieder. Sehr Das schön. wollte ich nur mal sagen. Bei mir läuft es Habe wieder. immer den Eindruck, mein Arsch ist der einzige Körperteil, wo einfach kein Fett draufkommt. Andere Frauen haben so das Glück, dass sie während ihres Aufbaus wenigstens einen richtig geilen Booty haben. Und bei mir kommt überall irgendwie Fett drauf, nur da nicht. Nächste Frage zum Fett. Was ist der beste Fettburner eurer Meinung nach außer Kaloriendefizit? Ah, jetzt kommt Thermospeed. Ich kann jetzt auch noch Damit melde meinen. ich mich auf die Toilette ab. Ich habe eigentlich nur. Entschuldigung, ja. Ich gehe in Ich der habe nur Nacht drauf. viermal bei 4 Stunden Schlaf. Ganz schlimm. Ich Ja, muss auch, aber ich gehe jetzt noch nicht. ich gehe selbst in der Offseason dreimal, 3 bis 4 Mal nachts. Ja, ich auch. Also ich habe ja keine richtige Off-Season, aber bei mir ist es egal, ob jetzt Diät oder. Auch mal reden, ich gehe auch mal. Gehst du jetzt echt? Wie du geguckt hast. Ich dachte, sie sind für mich die alleine sind. Guck mal, was macht sie? Was ist Letty hat Beine trainiert, hast du gesehen? Letty ist jetzt so gegangen, warte. So. Hast du gesehen? So ist sie gegangen. Vielleicht wollte sie sich auch vorbeischleichen. Also, was ist der beste Fettburner? Ja, ich könnte jetzt auch Werbung machen für unseren Heat-Up. Und ich weiß, das sind alles tolle Tools. So diese richtigen bösen Fettburner, die es früher gab, die gibt es nicht mehr, weil das alles Substanzen sind, die inzwischen illegal sind. Und alle anderen, es ist egal, ob ZNT, ob Heat-Up, ob was weiß ich, wie die alle heißen, alle Nahrungsergänzungsmittel. Firmen haben einen Fettburner. Ich glaube, dass sie unterm Strich alle ganz gute Helferlein sind. Da muss man sich jetzt angucken, was wo drin ist. Der eine fährt damit besser. Also wenn ich dieses Heat-Up nehme, dann merke ich schon alleine von, ja, wenn irgendwo Pfefferextrakt oder so drin ist, klar merke ich, dass es brennt alles. Und ich schwitze halt ein bisschen mehr, ne? Was das jetzt am Ende des Tages ausmacht, kann ich nicht sagen. Manchmal hat es ja auch so einen Psycheffekt, ne? Aber es gibt nicht den Fettburner, aber es gibt das Kaloriendefizit. Von daher, Ja. ich habe Zum früher Beispiel auch. der Kaffee. Also muss sagen, ich nehme überhaupt keine Fettburner. Ich bin nicht überhaupt kein Fan von, weil also so Grünteeextrakt, da wird mir immer schlecht von. Mir auch. Kann ich auch Und nicht gut das ab. Einzige, was ich vor dem Training gerne mache, ist halt ein Kaffee mit Koffein. Ja, Koffein finde ich auch. Ist ein richtig guter Fettburner übrigens. Es sei denn, man ist so resistent wie ich. Ich könnte auch 2 Dosen abends noch trinken und das würde jetzt meinen Schlaf nicht schlechter machen. Ich schlafe aber auch nicht mehr, wenn ich kein Energy trinke. Dann habe ich erstmal Kopfschmerzen von dem ganzen Entzug, kann dann auch wieder nicht schlafen. Und dann, ich schlafe auch nicht besser. Ich glaube inzwischen, das ist hormonell bei mir. Aber ich habe das früher, ich weiß, in meiner ersten Prep habe ich das auch gemacht. Ich habe mich so an Chili gewöhnt und
Cayenne, Cheyenne, Cayenne, Pfeffer, wie auch immer, Ingwer gegessen. Also nicht der Gesundheit wegen, sondern wirklich, damit ich noch mehr verbrenne und noch mehr Wasser. Und das hat mich auch mal so gestresst, dieses scharfe Essen. Mir hat gar nichts mehr geschmeckt. Mhm. Magenschmerzen gehabt, alles nur, damit man 50 Kalorien mehr verbraucht, ne? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das totaler Schwachsinn ist, weil ich merke unser Heat-Up auch, ob ich's, wenn ich es nehme oder nicht nehme, so. Weiß ich, wie das bei dir ist, Letty. Du hast kein Fett mehr, also du kannst ja nichts merken. Nein, aber ich merke das schon vom Schwitzen her halt, ne? Ja, ja. Das ist einfach noch ein bisschen anschiebt. Da ist ja auch Koffein drin im Thermospeed und das schiebt ja noch mal ein bisschen das an, aber ich benutze auch nicht immer so, weil manchmal, also ich will halt auch nicht zu viel Koffein nehmen, ich benutze auch tatsächlich gar keine Koffeinbooster mehr vorm Training. Also. Aber an illegalen Substanzen gäbe es noch DNP. Genau, nehmt DNP, Leute. Mhm. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber geredet, ne? Also ehrlich, bevor ich zu DNP greifen würde. Egal, welche Studien es gibt, egal. Es wurde medizinisch schon verordnet. Ey, nein, dann gehe ich lieber ein bisschen mehr durch die Hölle und esse noch weniger oder so. Krass. Wenn ihr ein Ziel erreichen wollt, dann müsst ihr euch einfach nur, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen. Das ist so. Genau. In welcher Folge haben wir über DMP gesprochen, Letty? Boah, schon ein bisschen länger her. Ja, ich mit Marien. Ich glaube, das war mit Martin. Ja, freue mich gerade. War es mit Martin oder mit Marien? Naja, egal, scrollt einfach runter. Irgendwann findet ihr die Folge mit dem DMP. Steht einfach auch, glaube ich, die Folge an. Ja. Genau. Dauerhaft einen niedrigen KFA zu haben, ist ungesund. Und dann denke ich mir, wie schaffen das dann andere Mädels? Ja, die sind halt immer ungesund. Ganz einfach. Das ist auch immer mein Gedankengang. Es gibt ja einige Mädels auf Instagram, die permanent mit niedrigem Körperfettanteil rumlaufen. Ich glaube, bei manchen ist es genetisch einfach so, dass deren Körper dafür gemacht ist, so rumzulaufen. Aber bei den meisten ist es halt nicht so. Und wenn man es versucht, ich versuche es ja auch ständig, immer wenn ich einmal in Form bin, das dann möglichst lange aufrecht zu erhalten. Es geht auch gut ein paar Monate, aber ich merke dann selbst, jetzt beim letzten Mal hat mein Körper einfach gesagt, er will das nicht mehr. Er hat mich gezwungen zu essen mit diesen Fressanfällen. Und auch, also ich habe richtig gemerkt, wie meine kompletten Hormone einfach so durcheinander waren. Also wirklich, dass ich nicht schlafen konnte, dass ich nachts geschwitzt habe. Dann war mal meine Haut wieder richtig scheiße. Dann war sie plötzlich wieder richtig gut. Und du kriegst auch schlechte Laune. Du bist viel schneller reizbar. Nicht mehr so leistungsfähig, ne? Aber das sieht man natürlich alles nicht hinter der Kamera, weil es ist und bleibt immer wieder, also ich gehe davon so ein bisschen weg, dass ich sage jetzt, Instagram ist eine komplette Fake-Welt, weil es ja auch Gott sei Dank viele Menschen gibt, die sehr real damit umgehen und sich auch in jeder Lebenslage zeigen, so, ne? Aber der Trend, gerade bei den Jüngeren, geht ja immer noch dahin, ne? Sei schön, wenn du schlank bist. Ne? Also es spricht ja nichts dagegen, wenn du jetzt Fitness-Influencer bist, dauerhaft eine gute Form zu haben, aber eine Form zu haben, die gesund ist, die jetzt nicht ultra-shred ist und sonst was. Ne? Aber ich glaube, das Thema Essstörung ist in diesem Influencer-Bereich doch mehr verbreitet, als viele glauben würden. Was aber auch oft der Fall ist, was ich gehört habe, dass viele viel Content vordrehen, vorshooten, um es dann laufend hochzuladen. Das heißt, wir als Zuschauer bekommen die Vision, dieser Mensch sieht immer so aus, sieht er aber gar nicht. Ja. Ne? Aber das ist halt. Das mache ich zum Beispiel, ich mache das auch nicht, ne? Ich zeige mir, also jetzt, ich bin jetzt schon seit über einem Jahr quasi in der Off-Season. Es gehört einfach mit dazu, ne? Wobei man ja trotzdem, also. Ich meine mal zu behaupten, es sei denn, du bist ein sehr, sehr schwerer Strongman, ja, wo es manchmal wirklich schwierig ist, auf der Straße zu unterscheiden, ist das jetzt ein Sportler oder ist der einfach übergewichtig? Mhm. Aber ich glaube, alle von uns, die auch in der tiefsten Offseason sind und 10, 15 Kilo sogar über ihrem Wettkampfgewicht sind, siehst du immer noch, dass sie Sport machen. Ja. Ja. Nächste Frage.
Wieso trackt Maren keine Kalorien mehr? Das hatte ich ja, also das habe ich bei uns im Podcast erwähnt. Das war ja vor 3 Wochen, wo ich so gesagt habe, jetzt muss ich mal irgendwas ändern. Da habe ich halt 2 Wochen nicht getrackt, intuitiv gegessen, einfach um halt wieder so ein Gefühl für meinen Körper, für mein Hungersättigungsgefühl zu bekommen. Und jetzt, aber ich habe das Tracken vermisst, muss ich sagen. Und es gibt mir halt Sicherheit, ne? Und ich weiß, ich wollte halt jetzt bewusst wieder ein moderates Kaloriendefizit fahren, weil ich halt wieder ein bisschen, es kommt ja jetzt so Frühling, Sommer so langsam und ja, so ein bisschen in Form kommen wollte ich halt auch. Und es funktioniert halt mit Tracken besser als mit intuitivem Essen. Mhm. Ja. Weiter? Mhm. IFBB Pro sagt, sie sei aus ihrer Essstörung raus, schreibt aber in jeder Story, ich bin zu fett. Was sagt ihr zu so einem, in Anführungsstrichen, Vorbild? Finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Also erstmal haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wird man die Essstörung nie komplett los. Also es gibt keine hundertprozentige Heilung, es bleibt immer irgendwo ein Teil davon bestehen. Klar kann man da rauskommen, aber es wird nie so sein, dass man hundertprozentig davon geheilt ist. Und das eine, ich weiß, also ich finde, klar fühlt man sich manchmal fett, aber ich finde das immer so, ja, Kompliment-Fishing, habe ich immer so den Eindruck, dass die dann nur hören wollen. Du bist doch gar nicht fett. Du bist nicht fett, du siehst super aus. Und also, ja, ich fühle mich auch oft fett, aber ich würde nicht öffentlich irgendwas posten und sagen, oh, ich bin so fett. Da käme ich mir irgendwie blöd bei vor, weil ich weiß, ich bin nicht fett. Ja. Und ich will auch nicht, dass mir zig Leute schreiben, du bist doch überhaupt nicht fett und so. Ich will das nicht hören. Denk mir mal so, komm. Ne, wenn ja, du ich finde, es kommt aus, weiß ich nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Kontext das ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich weiß nicht, also ich bin ja auch zum Beispiel immer so ein ehrlicher Mensch und ich erzähle halt auch in meiner Story so, ey Leute, heute geht's mir irgendwie scheiße, weil mein Cardio wurde reduziert und irgendwie passt es nicht zu einer Prep oder, ne, ich bin da ja auch immer sehr offen und erzähle auch von meinem Problem. Die Frage ist halt immer, ist es mit einem Kontext oder ist es halt kontextlos? Ne, das ist halt immer so das Ding und wenn es dann halt jeden Tag ist, ja, verstehe ich, andererseits kann auch jeder posten, was er möchte und wenn diese Person sich vielleicht gerade als fett empfindet oder sonst was, dann sie beleidigt ja keinen anderen damit. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und das eine, die Essstörung hat ja nichts mit der Wahrnehmungsstörung zu tun, die fast jeder in diesem Sport hat. Ne? Das sind richtig, ja jetzt auch noch genau. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Und vielleicht sagt, wir wissen ja nicht, um wem es sich handelt. Vielleicht sagt die Person ja auch, ey, ja, ich stehe da offen zu und so sieht's aus. Weiß man ja auch nicht, ne? Mhm. Ja. Nächste Frage. Fühle mich während der Regelblutung 3 Tage wie ausgeschissen. Keine Lust auf Training, müde, schlecht drauf. Trotzdem Training, hat das dann überhaupt Sinn? Man muss sich manchmal auch disziplinieren. Ja. An Tagen zu gehen, wo man halt keinen Bock hat. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf und hart, aber ist prinzipiell so. Ich habe auch nicht immer Lust aufs Training, egal ob ich jetzt meine Periode habe oder, ne? Ist bei mir auch so. Also ich kriege meine Tage zwar nicht, aber natürlich habe ich auch Tage, wo ich mir denke, würde ich jetzt lieber was anderes machen, als ins Training zu gehen. Aber ganz oft sind das dann die besten Trainings, ja, wenn man vorher gar keinen Bock hat. Und ich sage zwar immer, man soll nichts machen, was einem keinen Spaß macht, worauf man keinen Bock hat. Aber generell hat man ja Bock, Fortschritte zu machen. Und dann muss man sich halt manchmal disziplinieren. Ne? Ja, und stell dir mal vor, du hast das, keine Ahnung, jeden Monat für 4 Tage, dann fällst du nochmal 3 Tage aus wegen einem anderen und dann nochmal 3, dann warst du in einem Monat dann 10-mal trainieren, so übertrieben gesagt dann, ne? Also,
Ich glaube, dass man das auch differenzieren muss. Gehe ich nicht ins Training, weil ich mich wie ausgeschissen fühle? Also dann geht es ja wieder darum, wie nehme ich die anderen wahr? Aber ich gehe ins Training, um was für mich zu tun und nicht für die anderen. So, genau. Ne? Und ich finde es schlimm, wenn ein Mädel sich nicht ins Gym traut, weil sie sagt, boah, ich sehe heute so beschissen aus. So, deswegen gehe ich nicht. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, oder echt unter PMS leidet, worunter meines Erachtens keine Frau wirklich leiden muss, und du hast wahnsinnige Schmerzen, dann würde ich jetzt auch nicht gerade ein Beintraining machen. Ne? Wobei man ja immer sagt, dass auch Krafttraining genau dagegen hilft. Aber ich muss sagen, wenn ich so eine Monsterblutung habe, dann mache ich auch keine Beine, ne? Ich würde dann vielleicht lieber eine große Runde spazieren gehen und dann ein bisschen lockeres Cardio. Also ja. Bewegung generell so, hilft ja gegen dieses Verkrampfen hier unten, gegen die Schmerzen. Aber wenn man sich wirklich nicht bewegen kann, dann ist das ja quasi, als ob man krank ist. Dann ja, genau, das ist natürlich dann auch was anderes. Ja, finde ich auch. Eine ganz andere Frage. Warum starten so viele Frauen nicht in der Klasse, wo sie eigentlich hingehören? Beispiel Julia Schrade oder Katja Nowak gehören doch beide in die Physik und nicht in die Figur. Physikklasse nicht so imposant wie Figur? Weiß nicht, vielleicht sollte... Also, mir fällt da einiges so ein. Ja, also das Ding ist halt erstmal, ich finde, Katja ist Profi geworden in der Figurklasse. Dementsprechend haben die Judges in ihr eine Figur. Scheint sie dahin zu gehören, genau. Scheint sie dahin zu gehören, gerade bei Katja. Ich meine, Julia Schrade ist ja jetzt auch, ich sag mal, im Amateurbereich unterwegs wie ich. Wird, glaube ich, auch am Invictus Cup starten. Ja, doch, wird sie. Und Katja ist ja, ne, und wie gesagt, man muss ja auch immer gucken, wo gehört das Herz hin und was möchte man halt machen, so, ob es dann schlussendlich in die Klasse passt oder muss man ja selber wissen, so, und vielleicht passen die ja doch in die Klasse, also Katja Nowak 100%, sonst wäre sie nicht Profi geworden, zum Beispiel. Ja. Die Schwierigkeit ist ja auch dieser Sprung vom Amateur zum Profi, ne, als Amateur in der Physikklasse, das ist schon hammerhart, dann in der Profiklasse, in der Women's Physik zum Beispiel zu starten. Also da finde ich diese Kluft fast noch größer als in der Figurklasse zum Beispiel. Ne? Und im Endeffekt muss, also viele kommen ja immer irgendwann in diese Situation, dass sie zwischen zwei Klassen hängen. Ne? Das haben wir ja bei den Bikini-Mädels auch. Das ist auch manchmal so ein schmaler Grat, wenn die da oben stehen, wo man sagt, gehört die nicht eigentlich schon in die Figurklasse? Ja. Ich denke, das wird die Zukunft zeigen. Ne? Entweder trainieren manche dann auch ab. Bin ich ja nie ein Fan von. Was ich halt bei Bikini mir jetzt auch oft sehe. Nee, ich will nicht schwer trainieren. Ich habe eine gute Genetik. Ich möchte gerne in dieser Klasse bleiben. Ich trainiere dann lieber keine Beine mehr. Ja, ist halt die Frage, inwiefern die Person das auch meint. Ob sie das von der Grundstruktur meint. Ne? Ich meine, man muss ja auch sagen, für manche Klassen ist man mit manchen Strukturen, Knochenbau, wie auch immer, bevorteilter. Ne? Ich sag mal so, wenn du in einer Bikini-Klasse so eine Hüfte hast, dann wird es halt auch schwer werden wahrscheinlich. Ne? Ich weiß. Oder halt auch eine breite Taille hat. Und darum geht es wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber ich kenne eine Athletin zum Beispiel, die, also ist überhaupt nicht schlimm, hat sie ja für sich so entschieden, die 6-7 Monate gar keine Beine trainiert, damit sie in der Bikini-Klasse bleiben kann. Und das ja, wäre zum Beispiel nichts für mich, weil ich liebe einfach auch diesen Sport. Ne? Nicht wegen der Bühnenform, das kommt dann noch dazu. Und ich habe immer gesagt, wo mein Körper hin will, da wachse ich halt rein, auch dementsprechend in die Klasse. So bin ich ja dann im Endeffekt auch in der Physikklasse gelandet, weil ich auch einfach Bock auf diesen Sport habe. So, ne? Genau, ich würde mich dann zum Beispiel gar nicht sehen, also überhaupt nicht in der Physikklasse, weil ich das einfach gar nicht fühlen würde. So, ich liebe das auf mein High Heel. So, ich bin so, ja. Und das fühle ich halt. Und andere fühlen das halt nicht und dann passen die aber besser in die Klasse so, also ja. Aber ich würde jetzt nicht keine Muskelgruppe unterdrücken. Genau. So, ne, weil ich trainiere viel zu gerne Rücken und Schulter und Brust, als dass ich sage, okay, dann mache ich das jetzt gar nicht mehr. Ja. Ja.
Ja, irgendwie haben wir davon auch schon ganz viel. Wird man direkt dick, wenn man unter Binge-Eating leidet? Naja, so Binge-Eating, reines Binge-Eating, die Leute übergeben sich halt im Sinne nicht, ne, in dem Sinne. Und das sind auch nicht unbedingt die, die dann nächsten Tag 5 Stunden Cardio machen und nichts essen. Darin unterscheidet sich das Binge-Eating schon. Und ich glaube, so unterm Strich haben es dann die Binge-Eater, haben das größere Risiko, schneller Gewicht zuzulegen, wenn man es nicht in den Griff bekommt, natürlich als ja, Bulimie-Erkrankte, oder? Ist irgendwie auch. Also, ich bin ja Binge-Eater, ich bin nicht dick. Ich bin auch nicht aus der Form geraten. Ich habe ein paar Kilo zugenommen jetzt Ja. die Monate, aber ich kann sagen, ich habe immer noch eine gute Form. Aber wenn ich jetzt nicht trainieren würde, Ja. dann wäre ich ziemlich schnell auch dick. Ja. Ja. Dann Und wandelt das sich Ding das ist ganz ja, schnell um. Du hast ja vorhin auch ein paar Mal gesagt, es gibt ja dann noch Zeiten, wo du gar nichts isst oder gegessen hast. Klar, dadurch kompensierst du natürlich auch wieder so einen Anfall. Wenn du dann an einem Tag 8000 Kalorien isst und die nächsten Tage nur 500, dann kommst du ja am Wochenende wieder auf deine, keine Ahnung, Ja. Milchmädchen, 2000, 2400 Kalorien, damit nimmst du ja auch nicht zu. So, ne? Von daher, aber wenn du jetzt, sag ich mal, immer normal isst und dann diese Binge-Attacken hast, klar, irgendwo muss das ja bleiben, die Kalorien, ne? Ja. Gibt es denn sonst noch für Themen? Vielleicht habe ich noch eine gute Frage. Weil ich habe eigentlich, also wirklich egal, welche Frage ich hier durchgehe, ist eigentlich immer dasselbe, wie das aussieht, wie man da wieder rauskommt. Haben wir eigentlich alles durch? Ja, meine halt auch so. Hast du noch eine Frage gefunden, Angie? Nur eine Frage. Irgendwas war denn mit Kreatin? Habe ich doch irgendwas gesehen? Oh, Kreatin. Das Thema kann man ja auch nicht mehr hören, ne? Ab wann? Ist Kreatin illegal? Ab wann wirkt sich Kreatin positiv aus? Mit der Dauereinnahme. Nein. Ja. Also. Naja, eigentlich, wenn deine, sobald deine Speicher voll sind, ne? Und wenn du Ja. so Meine ich ja, wenn du es halt regelmäßig nimmst, bei sozusagen. 5 bis 10 Gramm müsste das auf alle Fälle so nach, keine Ahnung, 4, 5 Tagen müsste man das eigentlich merken. Aber ich weiß auch nicht, was die Leute immer davon erwarten, ne? Oder umgekehrt, viele sagen mir immer, soll ich Kreatin wirklich nehmen? Weil ich merke da gar nichts von. Deshalb mal die Frage, was erwartet ihr denn? Das Also frage ich erst. auch immer. Was erwarten die, dass man sich auf einmal fühlt wie Hulk? Also Ja, deswegen. das ist so wie. Das wird aber auch so hochgehypt, finde ich teilweise, von solchen Fitness-Influencern, als ob es schon was in die schwarze Richtung, wisst ihr, was ich meine, so in die dunkle Seite gehen würde. Und das ist halt einfach nicht so. Ja, ganz oft sind so Fragen von so Anfängern. Ja, ich bin jetzt 3 Monate dabei. Soll ich schon mit Eiweißpulver und Kreatin anfangen? So, als ob das schon so semi-illegal wäre, so eine Grauzone. Soll ich damit schon anfangen? Ja. Also, ihr könnt damit jederzeit anfangen. Es ist gut für euch, es ist gut für euren Muskel. Also, wer es nicht nimmt, ist eigentlich dumm. Also, auch so am Ende einer Prep, die meisten haben ja Angst davor, immer dieser Mythos. Ich nehme davon zu und ich halte literweise Wasser Wasser. davon. Ja, sollt ihr ja auch. Im Muskel natürlich, nicht unter der Haut. Und ihr werdet immer einen schöneren Look bekommen. Ja. Ihr werdet eine höhere Maximalkraft haben. Ich glaube schon, dass man das merkt, wenn man es mal. So Aber kognitive Fähigkeiten werden doch auch dadurch verbessert. ich glaube, ich nehme mal 50 Gramm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr das nehmt einen Tag und danach halt heik seid. Darauf solltet ihr euch nicht einstellen. Also man kann erwarten, dass man mehr Leistung, ein bisschen mehr Leistung im Training hat, dass man nicht so schnell müde wird. Ne? Und das sind immer so Effekte, da wartet man ja nicht drauf. Ne? Dass dann eher, man geht aus dem Training und sagt, boah, ich habe heute ein gutes Training gehabt. Ja, und dann lag es vielleicht auch am Kreatin. Vielleicht auch, weil ihr länger geschlafen habt, besser gegessen habt, Ja. Kacken wart, was weiß ich. Aber trotz alledem ist es auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Tool. Und ja.
gut für die Proteinsynthese auch. So, Leute. So, Leute, ich habe Hunger. Ich auch. Ich denke gerade auch an Oreo-Kekse und an Haribos, denke ich gerade. Ich denke an mein Porridge, das ist mein Highlight des Tages. Mit meiner illegalen Schokosoße. Haferflocken? Ja, ich habe mein Frühstück noch nicht gegessen heute. Ich war ja direkt im Training. Dann habe ich gerade meinen Salat gegessen vom Podcast und jetzt genieße ich gleich mein Porridge. Ich habe gestern Abend das erste Mal wieder Porridge gegessen, seit, ich weiß gar nicht, weil ich esse ja eigentlich nur noch Rice Meal irgendwie da in meiner Mikro. Und wenn es nicht gerade explodiert, landet es auch mal in meinem Magen. Ich hab neulich ein Bild gemacht, ich wollte dir das schicken, weil ist das gestern oder vorgestern auch passiert? Da sagen die Leute immer, warum bist du so behindert? Aber das ist ja mal davon abhängig, was für ein Gefäß du nimmst. Nehme ich eine große Keramikschale, kann ich das da 5 Minuten drin lassen. Ja. Und ich habe da so ein Gefühl für. Ich drehe das einmal auf und dann mache ich 1000 andere Sachen. Dass das natürlich mit einer kleinen Tupperdose morgens früh nicht funktioniert, weil es viel schneller heiß wird. Und dementsprechend, ich mache da immer Backpulver rein. Ne? Ist natürlich auch sehr schlau. Ja, ich habe gestern Abend Oats das erste Mal gegessen, habe mich eigentlich richtig drauf gefreut und habe es gar nicht gefeiert. Wäre ich in der Prep, würde ich es ja feiern und hätte irgendwie lieber mein Rice Meal gegessen. Aber ich dachte mir so, probier das mal aus. Ich habe mir ziemlich viele Carbs aufgespart für gestern Abend. Also ich habe ja im Moment nur so 380 Gramm, 350 Carbs und habe gestern Abend noch 120 Gramm Haferflocken gegessen mit Whey und so und Blaubeeren und ordentliche Portion. Oh, hör auf zu reden, Angie, bitte. Und noch so ein Vanille-Protein-Pudding, da hat mich Max gerade... Ich gehe hier gleich raus, ich muss mal... Egal, ich habe den gegessen. Heute Morgen habe ich auch mein Rice Meal gegessen. Wohlwissend, ich gehe heute ins Beintraining. Gut, mein Schlaf war auch nicht so geil, aber es ist Sonntag. Ich war auf jeden Fall ein bisschen erholt. Ey, ich habe keine Kraft gehabt. Ich habe heute keine Kraft gehabt. Ich habe mit Beinpresse angefangen, sehr untypisch, weil ich viel zu spät im Gym war und mit einem Kollegen trainiert habe. Der war schon fertig mit dem Beinbeuger und Beinstrecker. Also bin ich bei einer Beinpresse eingestiegen. Ich hatte gar keine Kraft. Ich hatte 30%, 20% weniger Kraft als sonst. Ekelhaft. Ich habe heute gar nicht trainiert. Ich habe heute auch Beine gemacht. Nach 3 Wochen diesen Tod. TOD. Okay, weil okay. Quatsch genug aus nicht, oder was? Was? Nee, weil ich krank war. Ach so. Also ich habe ja immer, ich habe ja ein Beugerbeintraining alle 6 Tage und ein Quad-Beintraining alle 6 Tage. Und das Quad-Training ist dann, also ich habe Beuger trainiert, dann hatte ich Quad-Training, genau, dann war ich krank und ja, 2,5 Wochen waren, sorry. Okay. Ja. Wie viel, how many weeks out? 3. 3 Wochen noch, ne? Ja, beziehungsweise eigentlich mehr 2 mit, ich sag mal, Peak Week, aber wir werden nicht peaken zum Invictus Cup. Ich werde da einfach auftauchen, hallo. Und dann mal gucken. Ah, ich habe schon richtig Bock, ich bin richtig hyped. Das sage ich, glaube ich, auch jeden Tag in meiner Story. Wir sehen uns, das freut mich auch sehr. Das Einzige, wo ich gerade ein richtiges Problem habe, ist, dass ich Max jeden Tag Bilder schicken muss und mein Essen jeden Tag angepasst werden könnte. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Zum Glück mit Vorbereiten. Dann das ist es halt, weil wenn ich halt, ich müsste halt eigentlich ins Büro, aber ich werde mal nicht nachfragen, ob ich für die nächsten 2 Wochen erstmal zu Hause bleiben kann. Also ja, zum einen wäre es halt gesundheitlich besser sein und auch aus dem Aspekt. Ja, aber es wird sich doch, das Einzige, was sich doch verändern wird, gehe ich mal von aus, sind deine Carbmengen. Ja, aber wann soll ich denn die kochen? 50 Gramm. Verstehst du, wenn ich dann noch ins Training gehe? Ja, wieso, isst du keine Reiswaffeln oder Maiswaffeln? Als ob, nein, das muss perfekt sein. Als ob ich dann Reiswaffeln esse. Hä? Die sättigen doch nicht. Also als ob ich dann statt 100 Gramm Reis 100 Gramm Reiswaffeln essen. Ja, aber bevor du dann abends dich das alles stresst und das rein muss, willst du lieber über einen Tag verteilt essen. Ja. Ja, sowieso eigentlich, aber deshalb muss ich ja... Ja, aber wenn du jetzt im Büro sitzt und du kriegst dann eine Nachricht hier, 50 Gramm... Ja, und wo soll ich denn Reiswaffeln her? Und ich nehme doch jetzt nicht immer meine Reiswaffeln mit. Hey, wo ist denn das Problem? Du beugst da, weiß ich nicht, wie viel Kilo und kannst irgendwie nicht 100 Gramm Reiswaffeln tragen oder was. Ja, aber das ist doch voll nervig. Da muss ich Reiswaffeln essen. Das will ich ja nicht. Ja, dann geh, keine Ahnung, isst da halt nichts, mir doch egal. So, Hauptsache wir gehen nach dem Invictus abends was essen. Ja, ich habe schon mit Nadja geschrieben. Wir gehen Schnitzel aber essen, ne? Oh.
Oh bitte, ja, ich habe so Lust auf Schnitzel. Ja, okay, wirklich, Salat, wie, also München Schnitzel mit schönen Pommes und einer Jägersoße. Ja, ich esse kein Fleisch. Ich esse halt Salat dann. Da gibt es bestimmt auch vegane Schnitzel. Wir sind in München. Ja. Wir sind in München. Marienchen. Marienchen, passt. Nächsten Monat bist du wieder am Start? In 6 Monaten. April, ja. Ich bin am Start. Du kannst gerne mal meinen Part übernehmen, weil da bin ich out of order wahrscheinlich. Da musst du jede Woche reinkommen. Und sonst musst du dich krank melden, wenn du krank bist. Ja, aber am Invictus-Wochenende kann ich auch nicht aufnehmen. Ich muss irgendwann auch wieder 2-3 Folgen in einer Woche aufnehmen. Invictus-Wochenende ist doch Ende März, oder nicht? Osterwochenende. Alter, das nervt mich richtig. Karfreitag und dann kommen erst Ostersonntag abends wieder. Also es nervt mich nicht, weil meine Athletin startet da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich sie fertig bekommen soll, weil die ist ja jetzt erst vor ein paar Wochen bei mir eingestiegen, habe ich lange überlegt. Ja, Brechstange, was ich gar nicht mag. Hm. Aber gut. Aber gut. Nicht starten. Oder nicht starten? Nee, das ist keine Alternative, weil die braucht den regionalen, weil die sonst nur international starten will, alles schon gebucht hat. Und die kommt halt da unten aus der Ecke. Macht halt. Weil ist ja egal, wenn sie dann nicht Bestform bringt, ist es ja theoretisch nicht so schlimm. Ja, aber das will man ja nicht, ne? Na. Ja, man will sich natürlich auch gut da oben hinstellen, das stimmt. Aber ich kann ja jetzt auch nicht mal eben das Fett absaugen. Sie hat auch nicht so viel Fett. 3 Wochen später ist in der Nähe von Augsburg. Habt ihr gehört? Was? Ich habe eine Geisterstimme von da hinten geholt. Wegen dem hast du kein Geburtstagsgeschenk bekommen, Herr Fritz. Ja. Wegen dir habe ich 2 Wochen später was? Entschuldigung. 2 Wochen später ist in All-Stars Classic. Okay, ja. Stimmt. Aber da ist auch Schweden Pro Qualifier. Eben, genau, und sie startet nämlich auch in Schweden, das ist das Problem. Ach, bist du auch in Schweden, Angie? Nein, Schweden hatte ich mir sogar überlegt, mitzufliegen mit ihr, aber da fliegt eine Athletin schon mit und Schweden ist auch echt teuer. Alicante wird jetzt auch schon teuer. Polen habe ich sie überredet, dass sie den switcht. Reicht dann auch, weil Polen ist eine Woche vor Alicante. Mhm. Aber Alicante fahre ich mit. Und da die in Schweden startet, hat sie eigentlich keine andere Wahl. Also ich muss sie da jetzt hinstellen. Oh. Na gut. Steht deine Planung schon, Roman? Nein. Gut. Gut. Das Jahr ist jung. Ja. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Also das Früheste, was möglich wäre, wäre Alicante. Und das ist ja erst Mitte Juni. Mhm. Roman ist wahrscheinlich schon trocken. Teuer? Warum ist denn das so teuer? Ist es teurer als letztes Jahr? Was denn? Du hast gerade gesagt, Alicante ist teuer. Ja, Alicante ist immer teuer, finde ich. Nee, ich finde, Alicante alleine ist schon teuer vom Transport auch, weil es nicht so viele Flüge. Ich finde die Flüge immer unverschämt teuer. Jetzt auch wieder das billigste, irgendwie 400 Euro. Finde ich schon. Ja, finde ich auch. Nach Schweden habe ich nur 180 bezahlt. Ja, okay. Ja, wenn du halt ohne Gepäck reist, ne? Das Gepäck ist ja sowieso inzwischen teurer. Nee, mit Gepäck. Ja, okay. Okay. Ja. So, ihr Lieben. Essen. War's. Essen. Maren, danke, dass du da warst. Jetzt haben wir das Thema Essstörung endlich mal abgehakt. Genau. Danke für alle, die bis jetzt zugehört haben. Genau. Die Leute wollten das haben. Also, die wollten das haben. Jetzt ist die Folge da. Auch wer wehrt sich? Wer einer wehrt sich, genau. Na. Wir haben doch auch einiges mit Humor genommen, oder? Ja. Und ich auch. So, ich werde mich jetzt mal hier um meine Geschäfte kümmern, um die Muskelfetische. Der Typ schreibt übrigens, es tut mir leid, ich habe einen Muskelfetisch. Wir sind jetzt schon mal in der Zeit, hier in dieser einen Stunde, habe ich jetzt 7-mal hat er sein Angebot erhöht, ohne dass ich jemals irgendwann mal geantwortet habe. Bei 700, dann habe ich gesehen 800, 1100, dann schrieb er... Was will der denn haben?
Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Dann schrieb er zum Schluss, okay, 1400 wäre mein letztes Angebot. Jetzt könnte ich natürlich schreiben, was für ein Angebot, aber ich habe gar keinen Bock. Mach das mal aus Spaß, bitte. Einfach so. Ja, ist doch mal dasselbe. Mir hat ja mal einer geschrieben, das habe ich im anderen Podcast schon erzählt, der wollte Lift and Carry. Was? Also das Lift and Carry heißt das, dass ich ihn herumtrage. Wie viel wiegt er? 120 oder was? Nee, wir waren schon, ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah, aber der war nicht dick. Und dann wollte er, dass wir uns irgendwo treffen, das war weiter weg. Und wollte auch, dass ich selber die Reise dahin bezahle und wollte auch kein Geld dafür zahlen, sondern weil wir hätten ja beide was davon, wenn ich ihn da herumtrage. Beide was davon. Mache ich am liebsten irgendwelche Hautbänder in der Gegend rumtragen. In irgendwelchen Haut was? Haut was? Hautständer. Kennst du den Begriff? Ja. So, was geht bei dem? Was ist der? Also mein höchstes Angebot waren irgendwie 3.500 Euro und der nette Herr wollte sein Geschlechtsteil hier in meinem... piep, piep, oh nein. Piep, piep, piep. Okay, dann sagte, so. Dann sagte eine Freundin von mir, meine ehemals beste Freundin, Polizistin, das ist kein Thema, ich stelle mich da vor, ich passe auf. Ich so, Alter, nein, ich möchte nicht, dass jemand seinen Pipi-Mann in meiner Ellenbogenbeuge reibt. So, das war's. Auf Wiedersehen. Liebe raus, schön, liebe rein. Kommentieren. Ich zum Schluss nochmal. Kommentieren. Teilen, liken. Was hast du gesagt, Letty? Schön schmutzig zum Schluss noch. Genau, so muss das sein. Das Wort Pipi-Mann musste wenigstens einmal fallen. Genau. Genau. Oder dreimal. So, bis ganz bald. In dem Sinne, liken, teilen, kommentieren. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. Tschüss.